Bin ich noch zu früh dran zum Frühstück? Also weißt du es, Toni. Guten Morgen kannst du vielleicht schon sagen. Hab ich das noch nicht gesagt? Mm-mm. Guten Morgen, Froni. Guten Morgen. Sag einmal, schlafst du noch? Nein, sonst war ich ja jetzt nicht da. Ich komm grad aus dem Dings, aus dem Stall, ja. Ja. Man riecht's. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, ich schau jetzt einmal in die Küche aus. Zur Mama, vielleicht kann ich ja was helfen. Okay, du brauchst nicht in die Küche auslaufen. Nicht. Setz halt ein bisschen her zu mir. Ja, das mach ich. Oder möchtest du mir beim Tisch decken helfen? Ja, gern. Ja. Was soll ich machen? Zuerst einmal wasch deine Hände. Die Hände? Ah, dann geh ich doch in die Küche zu Mama. Nein. Ich mag zwar einen Stahlbruch, aber nicht an die Kaffeetasten. Schon wieder waschen. Ach, war das so ein sauberer Bursch. Wenn er bloß ein bisschen was aus sich machen tät und sich benehmen tät, wie ein richtiges Mannsbild. Aber mit seiner Schüchternheit wäre er nur ein richtiges Siemannerl. Ich glaube, der heilige Josef war ein Playboy gegen den. Ach ja, und dabei hätte ich ihn so gern. Aber der merkt es gar nicht. So, jetzt habe ich meine Hände gewaschen. Sind sie jetzt sauber genug? Also weißt du, Toni, Fingernägel hättest du auch noch sauber machen können. Die wären ja so gleich wieder voll dreck. Jetzt hol mir doch bitte die Kaffeetassen und die Unterteller aus dem Schrank. Ja, gell. Wie viel brauchen wir denn? Ja, vier, wie immer. Ja, ist schon recht. So, vier. Die Toni, was tust du denn? Wir werden doch frühstücken und nicht Mittagessen. Was willst du denn mit den Suppenteller? Jetzt habe ich tatsächlich die Verkehrten erwischt, gell? Also dann tue ich die wieder rein und tue das andere. Ja, bitte. Ja. Sag einmal, träumst du noch? Wo hast du denn deine Augen? Im Gesicht, wo sie hingehören. Tja, du. So. Ah, ihr seid schon beim Tischdecken. Ja. Ja. Bist du schon fertig im Stall? Ja, Mama. So. Das Kind habe ich mir auch schon waschen müssen. So, ja. Dann ist schon recht, ja. Soll ich dir vielleicht in der Küche helfen? Nein, das mache ich schon lieber selber, den Kaffee, gell? Aber ein bisschen dauert es noch. Ja. Toni, was soll ich jetzt machen? Hier sitzen und nicht rumstehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Oder soll ich nicht vielleicht doch besser zur Mama in die Küche ausschauen? Was bist du denn immer bei deiner Mama? Hast du vielleicht Angst vor mir? Na, Froni, ich weiß nicht. Wie kommst du denn auf sowas? Warte. Du, Froni, ich hätte mal ganz gern was gefragt. Frag halt. Du, sag mal, wie lang bist du jetzt schon da bei uns? Ach, in einer 14 Tagen ungefähr wird es ein Jahr. Aha. Seit mein Vater den Hof verkauft hat und zu seinem Bruder in Kreisstadt gezogen ist. Und warum habt ihr euren Hof verkauft? Naja, nachdem meine Mama gestorben ist, ist am Vater und mir das Ganze zu viel geworden. Dienstboten kriegst du in der Landwirtschaft gar nicht mehr. Naja, und für moderne Maschinen haben wir halt kein Geld gehabt. Tja, und jetzt arbeitet mein Vater bei seinem Bruder mit. Der hat nämlich ein Gemüsegeschäft. Ach so. Und warum bist du da nicht mit in die Kreisstadt mit reingezogen, zu deinem Vater? Weil ich kein Gemüse nicht mag. Ach so. Naja, und außerdem habe ich ja nur die Landwirtschaft gelernt. Ja, und gefällt's dir dann bei uns? Sehr gut. Ja, ich meine, mir macht ja auch die Bauernarbeit Spaß. Was? Dir macht die Arbeit einen Spaß? Also dann bist du eine seltene Rarität. Schau mal. Oder? Na? Jetzt kommt der Kaffee. Jetzt sind wir so weit. Jetzt. Wo ist denn der Papa? Der Papa, der ist noch im Stall draußen, ja. So, der ist noch im Stall. Ah, übrigens, was ich sagen wollte, heute ist bei im Unterbrei eine Tanzmusik. Was ist da? Ich mag's nicht hingehen. Okay, was soll ich denn da? So weiß es, du kannst schon dumm fragen. Geh halt auch einmal zum Tanzen. Okay. Ich kann doch gar nicht tanzen und mit wem soll denn ich schon tanzen? Ja, mit einem Besenstiel nicht. Mit einem Madel halt. Ja. Danach tritt ich dann noch einen auf den Fuß auf und krieg dann noch ein Watschen. Nein, das mach ich nicht. Nein. Ja, dann geh halt ich mit. Ja, das magst. Na, ich meine, allein kann ich sowieso nicht gehen als Madel und dann kann ich es dir gleich lernen. Ja, das war schön. Okay. Aber nein, das geht nicht. Nein. Weil danach tritt ich dir auf den Fuß auf, dann läufst du eine ganze Woche mit einem blauen Fuß umeinander. Ja,
Dann muss ich einen Heistadel aufräumen, weil der Papa morgens Heirei fährt. Mhm. Ja, dann lass es halt bleiben. Mein Kopf. Ich sehe lauter Sterne dann fliegen. Ja, was ist denn passiert? Ja, wo hast denn den Pinkel her? Ja. Ist dir was aufgefallen? Mein Scherl bin ich gegen die Saustall, dir bin ich gerumpelt, ne? Hättest du das halt vorher aufgemacht? Na, so schlau bin ich selber. Aber die ist ja nicht gegangen, ne? Ich wollte raus, dabei war die Tür doch irgendwas gesperrt und ich bin mit dem Schädel und die Tür hier gerumpelt, weil auf der anderen Seite niemand den Mistkanzler so quer hingestellt hat, ne? Dass ich nicht raus hab können. Möcht wissen, was für ein Schabzipfel das wieder war? Den Karren da stehen halt lassen. Geh mal einmal klang mit dem Mulch rüber, aber schütte nicht wieder an. So, jetzt, was, gell? Zucker? Was, ein bisschen Zucker mag ich auch, ja, danke. Ja, das, wer war denn das wieder, hä? Das war ich, Bauer. Du warst das? Na, sag einmal, Froni, träumst denn du schon am helllichten Tag, hä? Ja, weißt, Bauer, die Bettwäsche ist mir von der Leine gefallen. Die Bettwäsche? Ja, und da habe ich den Kahn schnell hingestellt und hab die Wäsche wieder aufgehängt. Aha. Und auf den Mistkorn habe ich ganz vergessen. Vergessen, ja, dafür habe ich einen Pinkel. Ja, nein. Papa, geh mit mir raus, ich, dann kriegst du Pflaster auf deinen Pinkel, gell? Ja. Und dann machen wir heile, heile Segen. Was machen wir? Ja. Sag mal, spielst du denn jetzt heile, heile Segen? Ja. Ich bin ja kein kleines Kind. Weiß oder du? Möchtest du wieder blicken, ha? Ja, sowas habe ich noch nicht gesehen, ha? Du, Frau. Warum lügst du so? Du, den Mistkorn hab doch ich hingestellt und drauf vergessen. Warum hast du ihn drauf vergessen? Ja, weil ich dazugekocht hab beim Waschaufhänger, wie du gesungen hast. Ja, dann hab ich den Mistkorn hingestellt, bin zum Haus hinübergelaufen und hab dazugekocht. Du hast eine schöne Stimme. Hell wie ein Glickerl und rein wie ein Bacherl und lieb wie ein Nachtigall. Ich hab gar nicht gewusst, dass du mich so gern singen hörst. Ja, schon, das gefällt mir schon. Komm, Papale, geh weiter. Ja, Papale, hör auf mit dem Papale. Mit dem Papale. Jetzt frühstück und lass das schmecken, gell? Ja, da wird der Schädel weh. Ja, sag einmal, Toni. Ja, Papa. Kennst du den Unterschied zwischen einer Kuh und einer Sau? Papa, soll das ein Witz sein? Ja, ich wollte, es wäre ein Witz. Du fütterst doch in der Früh immer das Viech, oder? Das mache ich auch jeden Tag. Na also, und heute hast du die Kühe Saufutter hingeschmissen und die Sau haben das Heu gekriegt, ne? Was? Ja. Da geh ich gleich raus. Bleib sitzen und ist fertig. So Sautum haben meine Rindviecher noch nie geschaut. Und meine Schweindeln haben sogar das Grunzen vergessen. So erstaunt waren sie. Ich bin schon fertig, ich bring das gleich in Ordnung. Gell? Ja, du, Toni. Ja, Papa. Aber bitte gib die Kühne das Hühnerfutter, gell? Ist also gell? Ja, ist schon recht. Also. Willst du aber was zum Tablecker haben? Ja, ja. Verstehst du das, Mama? Ich versteh's nimmer. Ja, ich versteh's auch. Also. Mei, vielleicht hat er seine Gedanken woanders gehabt. Der hat seine Gedanken bei der Arbeit zu haben und nirgends anders. Und ihn spazieren gelassen, Urlaub schicken, oder? Naja, jetzt gar so schlimm war es ja auch wieder nicht, oder? Darf ich abräumen bei? Ja, darfst du abräumen. Bist du schon fertig, Papa? Bin auch fertig, ja. So, Froni? Ja? Das heißt, es wird oder Mama gelungen, mit Zeitung rüber. Hast du das schon? So, danke. So, ich tu dann gleich abspülen, gell? Ja, ich abspülen, ja, hast recht. Abspülen, ja. Hab ich den mal brüllen wieder? Naja, ist ja nichts. Ja, wenn ich dran denk, wo ist denn? Ich darf gar nicht dran denken. Na, denkst du halt nicht. Die Sau gibt es, die gibt er das Heu und die Kühe gibt es Saufutter. So was hab ich doch überhaupt noch nicht erlebt. Jetzt hör noch gerade mal wieder auf, das ist halt jetzt einmal passiert. Nicht? Ja, und was passiert nach morgen? Ja, was soll denn schon passieren? Ja, das will ich wissen, da kann ich mich drauf einstellen. Weißt du, was er vorgestern gemacht hat? Was denn? Vorgestern komme ich gerade dazu, wie in eine Gierskanne das Wasser vollfüllt und wieder an unseren Traktor im Tank aufnimmt. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, gerade, dass ich noch dazugekommen bin, oder? Herrschaft, na, sowas. Ja, das ist ja wahr, na. Weißt du, wenn er verliebt war, na, da hat er mir das eingehen. Wenn er ein Mannsbild, dass er dann ein Brett vom Hirn hat, das kann ich begreifen. Aber so. Ich glaube, der ist sogar zu der Liebe, ist jetzt damisch. Du, vielleicht ist er wirklich verliebt. Okay,
Hör auf, der fängt ja schon schwitzen an, wenn ein Mädel in seine Nähe kommt. Meinst du, dass er nicht ganz normal ist? Schaut fast so aus. Meinst du, dass er andersrum ist, hä? Dass, wenn ich bestimmt wüsste, dann könnten wir uns heuer im Winter die Heizung sparen. Das ist ja wahr. Du für einen Schmarrn, Herr Herrich, so hab ich doch das gar nicht gemacht. Wenn ich dran denke, wie ich so jung war wie der Toni. Herrgott, war ich ein Treiber von da. Ja, ist ja, 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 ja. So ein Weiberheld, wie du einer warst, das ist er Gott sei Dank nicht und das wird er auch nicht. Aber ein bisschen Erfahrung, die nicht schaden. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, du. Was hast du je? Und es wird Zeit, dass wir irgendwann einmal den Hof übergeben müssen. Ne? Dann müsst ihr sich eine Bäuerin suchen. Ne? Ja, der findet schon nicht. Der findet schon nicht. Wo denn? Er geht doch nirgends hin. Er geht auf keinen Tanzboden. Er geht auf keinen Kirchweihtanz. Er ist in keinem Verein. Ja. Im Stall draußen findet er keine. Und in der Lotterie wird er auch keine gewinnen. Für mich ist er wirklich verliebt. Ja. Vielleicht wüssten wir es bloß nicht. Ach was, das Mädel, das möchte ich wissen, wo sein Singmantel mag. Papa, ja. Ich glaube, dass er verliebt ist. Ja. Weißt du, als Mutter hat man das so im Gespür. Ja, ja. Und mit deiner Grandlerei, da rückst du sowieso nichts aus. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, wirst du sehen. Also, wenn du besuchst, ich bin wieder im Stall draußen. Ja. Ist das heim? Das heim muss ich auch noch ablaufen. Ja, tu noch ein bisschen was. Und ich sag, dass der Bub verliebt ist. Da frisst ja 10 Besen. Aber in wen? So, Bäuerin. So, Fronerle. In der Küche war es soweit. Ja, ich bin noch eins fertig. Du, Froni. Ja, bitte. Was ich dich eigentlich einmal fragen wollte. Ja? Weißt du vielleicht rein zufällig, ob der Toni ein Mädel hat? Der Toni? Fräule, ein Bauern meine ich nicht. Den Toni meinst du? Den Toni meine ich, ja. Ja, also das kann ich mir nicht recht gut vorstellen. Nicht? Ja, aber möglich war es schon. Mhm. Schließlich ist er doch ein Mannsbild. Hoffentlich. Ob er ein Madel hat, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Tja, das muss ich rauskriegen, sonst kann ich ja keine ruhige Minuten mehr schlafen. Also manchmal kommt es mir auch so vor, wie wenn er verliebt war. Naja, in dem Zustand sind ja alle Mannsbilder ein bisschen deppert. Aber in wen? Ach, es ist doch ein Kreuz mit den Mannsbildern. Die einen können nicht genug rennen und die anderen, die musst schier betteln. Ist doch ein Kreuz. Du, Froni, wo ist denn die Mama? Der Mama in der Küche draußen. In der Küche draußen. Geh, brauchst doch das, wenn ich klein auslaufen. Die kann ohne dich auch kochen. Ach so, ja. Sitzt halt ein bisschen her zu mir. Ja, oder hast du vielleicht Angst? Nein, Froni, wie kommst du denn auf sowas? Toni, ich hätte dich ganz gerne mal was gefragt. Ja? Sag einmal, hast du eigentlich ein Mädel? Was, ich ein Mädel? Ja. Wie darf ich denn da dazukommen? Ja, da kommt man oft schneller dazu, als man glaubt. Ja? Mhm. Ich nicht. Nein. Du nicht. Da muss man sich schon anders anstellen. Naja, aber du hast doch sicher schon mal einem jungen Mädel ein Bussel gegeben. Hm? Ich? Ein Mädel ein Bussel? Ja? Nein. Ja, das heißt, einmal schon. Aber das ist ganz saut umhergegangen. Erzähl, da bin ich neugierig. Ja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich war damals 18 Jahre alt und da hab mich der Hauserlinz und der Forstergürgel mit auf Haushang genommen auf ein Volksfest. Ja? Naja. Vor denen zwei war ich sowieso kein Mädel sicher. Ja, und du? Ich hab nicht getanzt. Das war mir zu fad und Kind hab ich auch keine, gell? Dann haben sie mich wieder aufgezogen. Ich bin ein Schisser und ein Feigling, haben sie gesagt. Mhm. Weil ich mich nicht trau. Und das hab ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Und hab dann auch eine aufgefordert zum Tanzen. Und dass das die Storberger Rosel war, das hab ich erst später erfahren. Ja, und wie der Tanz aus war, und dann hab ich ein festes Busseln aufgedruckt. Ja, und dann? Dann hat es mir saftige Wärtschen gegeben. Ja, weißt du nicht, man darf ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ja, und seit der Zeit bin ich, wie man so sagt, ein geschlagenes Kind. Ja, also so schlimm wird es doch nicht gewesen sein.
Naja, ich kenn schon die Rosen, das ist ein bisschen eine grobe. Ja. Na, aber so schlimm wird's nicht zugehauen haben, oder? Hast du eine Ahnung? Du kennst ja der eine Christbaumbredel gar nicht. Mir hat's gelangt, mein Lieber. Ja, und seitdem hast du keiner mehr ein Puzzle gegeben. Nein, dieses Risiko bin ich nicht mehr eingegangen. Da weißt du nicht, was danach kommt. Schau, die Rosel, die hat mir eine Watschen gegeben. Ja, und die nächste, die gibt mir vielleicht zwei. Naja, weißt du nicht, man kann auch nicht so einfach einem fremden Madel ein Puzzle geben. Mhm. Da muss man sich schon kennen und, ja, und muss sich sympathisch sein. Mhm. Ja, weißt du nicht, da kommt der Moment für ein Puzzle ganz von allein. Ja. Ja, da muss man sich ganz lang und tief in die Augen schauen. Das ist aber umständlich. Und nicht viel reden. Mhm. Spürst du schon was, Toni? Was? Was hast denn, Toni? Ist dir vielleicht warm? Ja. Eine Hitze hat es jetzt da drin. Was? Ja. Heiß ist der Toni. Ja, und wir, das ist gar nicht mehr zum Aushalten. Dann kenne ich mich schon aus. Ja. Mein Toni. Mahlzeit. Hab ich euch erwischt, ja? Der Herr Berger. Ja, grüß euch, Anzel. Lass uns mal auf, Roni, sonst entwickelt sich der Toni noch zum Draufgänger. Also gehen Sie, Herr Berger. Sie brauchen Toni nicht auch noch Tabletten. Ah ja. Sag einmal, was tust denn du schon da? Du wolltest doch erst morgen kommen. Ja, mir ist zu fad worden in der Redaktion. Also. Ui, Jesus. In ein Zimmer ist ja noch gar nicht gerichtet. Wo haben Sie denn einen Koffer? Das ist auch im Auto. Ich trage dann selber auf. Gut, dann richte ich dir das Zimmer her, gell? Mhm. Du, sag einmal, wie lange geht denn das schon mit euch zwei? He? Seit jetzt? Du, ich begreife das selber noch nicht. Das ist so schnell gegangen. Na, aber da brauchst du nichts denken. Das war nur ein Spaß. Ja, das war aber ernster Spaß. Gell, die Froni ist doch in dich total verschossen. Meinst? Also, wenn du bis jetzt noch nicht gespannt hast, dann kannst du am Leid tun. Ich glaube, dass deine Kühe mehr Gefühl haben wie du, hä? Ja, ja. Kühe sind gescheit, die Viecher. Ja. Den Eindruck habe ich auch. Aber du sag mal, Franzl, haben sie dich in deiner Redaktion so einfach gelassen? Okay, sitzt doch die ganze Woche bloß rum, es rührt sich doch nichts. Also. Über was soll ich denn da schreiben? Eine echte Sensation gibt's doch bei uns schon lange nicht mehr. Verhungert ihr, wenn ihr keine Sensation habt? Das ist gerade nicht, aber es ist das Einzige, auf was die Leute in der heutigen Zeit noch reagieren. Naja, so schlimm wird's auch nicht sein. Ja, das sagst du. In Wirklichkeit ist es noch viel schlimmer. Aber darüber redet niemand. Naja, vielleicht rührt sich bei euch was in der nächsten Zeit. Aber das, glaube ich, bleibt auch bloß ein Wunschtraum. He? Du, Franzl, dir wird schon was einfallen, ja, über was du schreiben kannst. Kann schon sein. Weißt du was? Jetzt trinken wir Schnapsal mehr zwei zur Begrüßung. Ja, dann schaut die Welt gleich ganz anders aus. Machen wir's. Darf er zwei Stamperl Schnapsal? Auf zwei Füße steht man leichter. Du hast recht. Dann machen wir ihn auf und schenken wir rein. Mhm. So, jetzt auch. Also nachher. Prost auf kommende Ereignisse. Ja. Dass sie mal was rührt in dieser schönen Gegend da. Aber du, und wenn du einfach über Politiker oder über Politik schreibst, da gibt's doch genug zum Schreiben, oder nicht? Hey, was willst du denn über Politiker noch schreiben? Das ist doch immer dasselbe Blabla. Das interessiert doch keinen mehr. Will doch keiner mehr lesen. Und über Politik ist doch auch bloß noch ein Geschäft. So, ja. Ah, da bist du. Sag einmal, Toni, bitte tu mir einen Gefallen und kratz dein Hirn bei der Arbeit zusammen. Wie oft, ich glaube 100 Mal war es nicht, habe ich dir schon gesagt. Du sollst den Rechen mit den Zinken nach oben an die Wand hängen und nicht den Rechen mit den Zinken nach unten am Boden hinstellen. Ich bin vom Heuwagen runtergesprungen, auf den Rechen drauf und haben den Stiel aufs Hirn auf, ne? Papa, ich hab ganz vergessen beim Aufräumen drauf. Ja, vergessen, oder was? Ja, wenn Sie am helllichten Tag schon saufst, dann ist ja kein Wunder, oder? Wir haben ja bloß zur Begrüßung angestoßen, Herr Begrüßung. Berger. Begrüßung? Naja, grüß Gott, Herr Berger. Ja, wollten Sie nicht erst mal hinkommen? Ja, in der Redaktion, da ist mir zu langweilig geworden. Zu langweilig? Bei uns rührt sich immer was. Kommen Sie raus zu uns, da ist was los. Ne? Herr Bergmoser, das kann doch mal passieren, so ein kleiner Unfall. Das kostet doch nicht gleich einen Kopf. Ja, ihr nicht, aber die meinen, ne? Einen Unfall, ich sag dir, zwei, hab ich schon, ne?
Kommt mir vor, als wenn mein Kopf in eine Massenkarambolage reingekommen wäre. Ne? Jörg, muss er noch als gestandenes Mannsbrück kann doch sowas nichts ausmachen. Nichts ausmachen? Schauen Sie mir doch an, wie ich ausschau. Ich kann doch gar nicht mehr unter die Leute gehen. Da kommt ja meine Frau ins Gerät. Die Leute monatlich, meine Frau hat mir ein paar Pinseln aufgehauen. Ne? Ja, wo ist denn überhaupt Mama? Hä? Draußen in der Küche. Draußen in der Küche. Ich glaube, wir müssen unsere Heftpflaster meterweise kaufen. Da hat man die Wunsch schon zusammengesteckt. Dein Papa ist ganz schön fort. Hä? Ja. Ja, manchmal hat man halt ein Pech. Ja, das Blöde ist, dass das Pech auch an mir hängen bleibt. Lang halte ich dem sein Genörgel nicht mehr aus. Geht doch nicht. Lass dich doch nicht unterkriegen. Ja. Vielleicht fällt mir was ein, dass dein Vater ein bisschen zahmer mit dir umgeht. Meinst? Lass mich noch machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Da bin ich so, Herr Berger, ein Zimmer ist jetzt gerichtet, gell? Danke, Herr Schi. Trage ich gleich meine Sachen auf. Ja, ist recht. Schaut sich so blöd. Du, dein Vater, der schaut aus. Wie ein Stier, dem das Händel abgesägt haben. Du hast gut lachen, aber ausbaden darfst du wieder ich. Vergeht, Toni. Jetzt nimm's halt nicht so schlimm. Dein Vater wird schon noch einsehen, dass er mit seiner Grantlerei nichts besser macht. Weißt was? Ich wandert aus, dann hab ich wenigstens meine Ruhe. So, kannst du das so einfach? Und was ist mit deiner Kier? Kannst du die so einfach allein lassen? Was meinst denn du, wie dumm die drei schauen taten? Besonders intelligent schaut der Kuh sowieso nicht rein. Und an mich denkst du überhaupt nicht. Du bist ja keine Kuh. Na, leider nicht. Sonst darfst du mich schon besser behandeln. Ach, ich hab geglaubt, du hast mich gern. Okay, Froni, was sagst du denn da? Ich hab dir. Du und helfen tue ich dir, wo ich kann. Beim Stall ausmisten, ja, beim Tischdecken, beim Hähnerfuttern, beim Eier zusammensuchen. Ja, und sogar waschen tue ich mich. Und sonst? Was sonst? Ja, du, bügeln kann ich dir nicht helfen, das habe ich nicht gelernt. Das sollst auch nicht. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die mich viel mehr gefreut hatten. Nur was anderes? Ja, wenn es dich zum Beispiel mit mir ein bisschen lieb unterhalten darfst. Mhm. Und so halt. Ja, Froni, das kann ich halt nicht, weil ich das nicht gelernt hab. Eben. Drum wird's Zeit, dass ich dir lerne. Gell? Ja. Es schmeckt nach mehr. So, meine Sachen habe ich unter Dach. Du, Franzl, was ich da noch sagen wollte, was denn? Zwecks der Froni und mir. Du, der Papa braucht das noch nicht wissen, weil das erfahrt er noch früher nur. Okay, Toni, du wirst doch nicht Angst haben vor deinem Papa. Okay, die Frau ist doch ein sauberes und ein fleißiges Mädel, da kann er doch nichts dagegen haben. Ja, das weiß ich schon, aber du kennst deinen Papa schlecht. Du, der findet ihn an jeder Suppe ein Haar, wenn er lang nur sucht. Ja, das wird sich jetzt dann schon ändern, wenn sein Sohn ein berühmter Held wird. Was bin ich? Ein Held? Wir haben ja keinen Krieg. Die Helden im Krieg haben am meisten nicht überlebt, aber du wirst überleben und ganz berühmt werden. Na, sag mal, Franzl, hast du einen Knallfrosch im Hirn? So ein Schmarrn. Na, jetzt pass auf. Ich bin, wie ich vorhin meine Sachen aus dem Koffer raus habe, auf prima Idee gekommen. Mhm. Ich habe da so ein altes Gewand dabei. Das werde ich ein bisschen anbrennen und das werde ich dann anziehen. Also ich verstehe bloß Bahnhof. Sag mal, hast du zuerst viel Schnaps da gewischt? Wie soll denn das gehen? Okay, jetzt lass mich gerade einmal ausreden. Pass auf, ich zieh das Gewand an, geh zu meinem Auto, lass ein bisschen Rest Benzin rauslaufen und zünd ihn dann an. Also das wäre der größte Blödsinn. Wenn du das Benzin erst rauslässt, mit Benzin brennt er doch viel besser. Ja, freilich. Dass die ganze Kiste explodiert und sonst um den Dorn fliegt. Nein, nein. Also wenn du unbedingt was anzünden willst, da hinterm Haus haben wir einen Haufen Altholz. Zünd das an, das bringt genauso gut. Ja, und das Auto ist aber nicht schade. In 4 Wochen muss ich zum Kundendienst, da komme ich sowieso nicht wieder zum TÜV. Und außerdem ist das bloß ein Schrotthaufen. Den nimmt ja doch der Schrotthändler so auch, da brauchst du nicht extra anzünden. Mei, hast du eine lange Leitung und draufsteht, du hast da noch. Wenn das Auto schön brennt, dann rennst du raus, packst mich und schleppst mich da rein. Verstehst? Ja.
Warum gehst du nicht selber rein? Freilich könnte ich selber reingehen. Aber wenn du mich da reinschleppst, dann schaut das so aus, als hättest du mich aus dem brennenden Wagen gezogen. Verstehst du? Dann bist du mein Lebensretter. Ach so ist das. Dass das dann in Zeitung kommt, dafür Sorge schon. Das wird die Sensation. Und du, der Held von Steinkirchen. Wir müssen nur Obacht geben, dass man uns erst sieht, wenn das Auto schon brennt. Also weißt, die Fantasie von einem Reporter möchte ich haben. Du, da darf der Papa anders reinschauen. Du brauchst keine Fantasie, die hab schon ich. Bin neugierig, wie dein Vater reagiert. Und du meinst wirklich, dass uns die alles glauben? Ja, bestimmt. Du musst nur so da, als wärst du von der Rettungsaktion ganz erschöpft. Und ich tue so, als wenn ich unter Schock steige. Verstehst? Ja. Das Wichtigste ist aber, dass niemand erfährt, wie es wirklich war. Ja. Sonst könnte man uns nirgends mehr sehen lassen. Also genau betrachtet ist das für ein sauberes Lumpenstickel, was du da vorhast. Was glaubst du, wie viele Reporter von solchen Lumpenstickeln recht gut leben? Da sind wir direkt die Waisenknaben dagegen. Und mit sowas kann man wirklich ein Geld verdienen? Ja, nur auch noch. Also jetzt reden wir nicht mehr lang. Wo sind denn deine Leute? Der Papa ist im Stall draus, Froni dort bügeln und Mama ist in der Küche. Gut, also jetzt pass auf. Ja. Ich hol jetzt meine Sache, geh hinter das Haus, tu es ein bisschen anbrennen. Dann zieh ich so und geh zu meinem Auto. Und wenn du siehst, dass es brennt, dann rennst du gern aus. Ich leg mich hinter das Auto, damit man mich nicht sieht. Ja. Alles klar? Ja, du, warte mal, und wenn ich dich unterwegs verliere? Nein. Du verlierst mich schon nicht. Ich pass schon auf, dass das echt ausschaut. Ja, weil du geschaut um die schöne Schlagzeilen. Ja. Uiuiui. Wenn das bloß gut geht, mein Lieber. Mir wird ganz schlecht, wenn ich da dran denke. Ja, hoffentlich brennt der Wagen gleich an, gell? Ja. Und wenn's Ringer anfängt, dann löscht der Ringer das Feuer wieder aus. Mein Junge, die Mama wird auch ganz schön erschrecken. Du, Toni? Ja? Wo ist denn dein Vater? Was für ein Vater? Ja, dein Vater. Also, der Papa, ja. Herrschaft, wo ist denn der jetzt? Mama ist in der Küche draus. Das weiß ich, aber dein Vater. Ja, der Papa, der glaube ich ist im Stall draus. Da musst du aber schicken, weil sonst ist er wieder weg. Was denn für ein Vater? Also. Mein Gott, mein Gott. Jetzt brennt's. Jetzt brennt's. Es brennt! Es brennt! Lieber Herrgott, steh uns bei der Lumperei! Ja, sagen wir mal, was für ein Rindvieh hat denn den Dingelstock neben die Sau steht, hier hinstellt? Fällt mir die auf den Zehen auf? Der Zeh ist kaputt, den kann ich wegschmeißen, ne? Um Gottes Willen. Der ist ja zerquetscht, ist der zerquetscht. Ja, was? Ich sag's der Bayerin, die wird dann ein kleines Pflaster. Ein Pflaster? Mir klangen schon die zwei am Hirn drum. Mei, ich kann auch nichts machen. Was ist denn? Hilfe, Feuer, Brille, tut's was jetzt? Was? Was ist? Papa, komm schnell raus, und Herr Berger sein Auto bringt. Was? Was? Schnell, ich was? Ich will nicht, Herr Berger. Ah, ja, um Gottes Willen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Mein Zeh ist hier. Der ist kaputt. Ich habe ein Quetschwerk drin. Halt durch, Fritz. Der schaut gut aus. Ja, sag mal, Fritz. Gottes Willen, ja, was ist denn passiert? Ja, aus dem brennenden Auto habe ich ihn rausgezogen. Hä? Sonst war er verbrutzelt. Was? Ich ruf schnell einen Notarzt an und die Feuerwehr, ich muss abkommen, ja, gell? Aber verweil dich nicht schon okay. Wieder, gell? Sag mal, du hast ja Welt, oh mein, du bist ja ganz durcheinander, Toni. Das ist voll schön. Hä? Schön? Gell, das ist doch ein Unglück. Mei, der schaut aus wie ein verbrannter Pfannkuchen, gell? Das gibt's ja nicht. Froni, ich mein doch dein Streicheln. Okay, komm mit mir raus in die Küche, mach dir einen Kaffee. Ja, einen Kaffee, ja, mach dir einen Kaffee. Weiter, hallo, Unbrenner, ja. Hallo. Hallo, Verbrenner! Der Notarzt kommt dann, Feuerwehr, gell? Okay. Ja, hoffentlich kommt nicht wieder der Viehorst fürs letzte Mal. Mein Gott, na, wir bringen jetzt das Drummansbild in sein Zimmer auf. Ja. Hallo. Herr Berger? Hm? Hallo. Hallo. Herr Berger? Berger! Ja, heute! Heute! Was? Berger! Herr Bergerle! Bergerle! Hallo, hallo, Herr Bergerle! Hallo! Herr Bergerle, ja. Jetzt stehen wir auf, ganz langsam, gell? Geht's, Herr Bergerle? Ja. So, Herr Bergerle, es geht wunderbar. Ja. Und jetzt
jetzt gehen wir zwei aufs Zimmerle. Ja. Gell? Ja. Jetzt kommen Sie, Herr Berger. Ja, Olli, mach das. Bring das Mimmerle aufs Zimmerle. Ja, gell? Ja, hast recht. Ja. Aufs Zimmerle, Herr ja. Berger, gell? Ah, ja, das ist nicht. Nein, nein, nein. Ja. Ja, hallo? Ja, was ist mit mir? Ja, wer bringt die mir auf mein Zimmer, ha? Ja, gibt denn sowas auch? Also, weißt du? Was denn? Ich fühle mich gar nicht wohl. Nicht? Ja. Ich fühle mich noch richtig krank, fühle ich mich noch. Krank? Ja. Geht zu. Mit deinem blauen Zähl und deinen zwei Pinkel, da brauchst du keine Reklame machen. Reklame machen? Okay, komm. Und von den Schmerzen sagst du nichts? Schmerzen? Ja. Nimm dir ein Beispiel an Herrn Berger und an unseren Toni. Wieso? Von denen zwei hat keiner gejammert. Ja. Es ist ja nur gut, dass der Herr Berger nur einen Schock gehabt hat. Was hat er gehabt, einen Schokolade? Nein, einen Schock. Was ist denn das? Ja, so wie der Herr Berger drei geschafft hat, das war ein Schock. Ah, drum hat er so viel Schock drei geschafft. Ah ja, Papa, jetzt geh weiter. Ja. Du, der Notarzt hat gesagt, wenn der Toni nicht gewesen wäre, ja, dann wäre der Herr Berger vielleicht gar nicht mehr am Leben. So ist recht gut, ich habe jetzt sowieso keinen schwarzen Anzug gehabt. Stell dir vor, und gestern ist der Herr Berger schon in die Redaktion reingefahren und hat über den Unfall einen Artikel in die Zeitung geschrieben. Ja, da schon her. Ja, ja da schon her. Da muss ihm nicht so schlecht gegangen sein, wenn er mit dem Motorrad schon wieder in die Stadt reingefahren ist, ne? Mei, der hält halt mehr aus wie du. Ja, ja, der hält mehr aus. Ja. Wenn ihm der Dengelstock auf sein Zeher gefallen wäre, dann hätte er auch gejodelt, ne? Er kann doch gar nicht jodeln, red doch keinen Schmarrn. Da hätte er schon können. Jetzt schau mal, ob von dem Unfall was drinsteht. Ja, von dem Unfall? Ja. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Ja, das ist zum Beispiel eine, das ist eine Schlagzeile. Siehst du sowas? Da, hör ich mal. Hühner legen saure Eier. Das Wirtschaftsministerium hat nach wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt, dass unseren Hühnern der saure Regen nicht länger zugemutet werden kann. Die Eier werden immer dünner und länglicher. So ist recht. Dann können wir unsere Eier bald in die Ziegenkistel liefern, ne? Geh weiter. Jetzt schau wieder mal, ob vom Toni was drinsteckt. Ja, vom Toni. Na ja. Das ist ein Kreuz mit euch, wenn du wieder mal Zeitung lesen kannst. Was heißt, aber das war nicht so unpraktisch mit den sauren Eier. Weil dann kann man uns ein Essig sparen, wenn wir uns Eiersalat machen. Ne? Nein, Papa, jetzt klang es aber dann ja, wieder. Genau. Da steht's ja. Was denn? Da siehst du nicht mehr, hä? Hast du es gefunden? Ja. Heldentat in Steinkirchen. Toni Bergmoser aus Steinkirchen rettete in letzter Minute unseren Reporter Franz Berger aus seinem brennenden Wagen. Aha. Diese Rettung ist in unserer Welt der Gleichgültigkeit eine wahre Heldentat. Nein. Eine wahre Heldentat, Papa. Toni Bergmoser hat ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben einen Mitmenschen vor dem sicheren Tod bewahrt. Hm. Ich sag's ja. Was? Mein Toni. Das ist der meine auch. Jetzt auf einmal. Was denn? Bis jetzt war er für dich immer nur ein Lapp. Ach was, ich weiß nicht, dass ihr Weib immer so wichtig, weil ihr wichtiger seid. Wir sind die wichtige Person, wir Männer. Ja, denn wir sind die Verleger, ihr seid nur die Herausgeberinnen, merkt ihr? Na. Du, aber jetzt kannst du am Toni ein Beispiel nehmen. Wieso? Du in seinem Alter, du warst nur im Wirtshaus und bei den Weibern ein Held. Ja. Aber der Toni hat bewiesen, dass er ein ganzer Kerl ist. Ja. Und das steht jetzt sogar in der Zeitung. In der Zeitung steht's drin, ja. Er wird schon drin stehen. So was Blödes habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Naja, von mir steht nichts drin, dass ich einen zerquetschten Zehen habe. Und zwar Pinkel am Hirn, ne? Da schreibt er nichts. Mein Gott, fangst du jetzt schon wieder damit an? Ist ja wahr. Okay, wirst du nicht schämst. Ja, warum soll ich mich schämen? Okay, so was ist Schmarrn da. Jetzt freue ich mich auf mein Frühstück. Ja. Was hast du auf dein Frühstück? Das ist unser Frühstück. Ja, ich habe nämlich auch noch nichts im Auf das habe ich jetzt ganz vergessen. Ehrlich? Von lauter Zeitung lesen und mit den Schmarrn von deinem Papa. Hab ich was? Ich habe auch bloß einen Kaffee gekriegt und nichts dazu. Ne? Ja,
braucht's ja nicht. Donnelly, was magst du? Was magst du denn? Du magst die Rondeln. Rondeln? Ja, oder vielleicht Schinken, ja? Mit saure Eier, lange. Oder vielleicht mageren, frisch gebratenes Ganserl und ein Maß Bier dazu. Das kann ja leicht möglich sein. Also, ihr seid's gut. Wir haben bis jetzt gearbeitet, so oder? Ist es, wir ja. haben's uns auch verdient. Aber Mama, ein Gugelhupf haben wir schon recht. Ja. Ja. Machen wir einen Gugelhupf. Ja. Ja. Helft mir ein bisschen. Ja, wupsen wir aus dem Gugel. Ja. Aber bringst keinen Knopf rein in die Füße, weil lauter laufen. Du Papa. Was denn? Wie geht's denn deinem Fuß? Tut er noch weh? Sauwohl, sauwohl tut er mir. Also nur Schuhplatten kann ich noch nicht. Ne? Du, steht schon was drin in der Zeitung? Ja, steht schon was drin. Auf der vorletzten Seite. Den sie auch ganz vorne hinschreiben können. Ne? Auf der vorletzten Seite. Schauen wir gleich mal. Ja. Tatsächlich. Ja. Da steht's. Da steht's. Sauber hat er geschrieben, der Franzl. Ja. Er ist ein raffinierter Hund. Hm? Du sag mal, hast du noch mehr so nette Titulierungen für deinen Freund? Ha? Ja, ich meine ja nur, so wie er geschrieben hat, gell? Ja. Du Papa? Was? Was sagst du jetzt zu deinem Lausbuben? Hm? Ja, ich geh jetzt ein bisschen raus und tue ein bisschen mit meinem Fuß in Bewegung halten. Vielleicht vergeht's dann etwas besser, ne? Dann oder vielleicht habe ich das Glück, man fällt mir auf meinen anderen Fuß auch noch was nach, dass ich ins Maul gehen kann. Dann, ne? Der Papa, der humpelt im Hof draußen umeinander und wartet, bis ihm noch ein Drum auf den anderen Fuß nachfällt. So, guten Morgen beieinander. Ja, guten Morgen. Herr Berger, guten Morgen. Kann ich auch einen Tassel Kaffee haben? Aber selbstverständlich, ich bringe Ihnen gleich eine frische Tasse. Ja, jetzt. So, Herr Berger. Oh, jetzt. Wissen Sie, Herr Berger, Sie müssen schon entschuldigen, aber bei uns geht heute alles drunter und drüber. Und Schuld ist nur Ihr Artikel in der Zeitung. Ja. Haben Sie schon gelesen? Ja, freilich, das war ja heute gleich das erste Test. So. Wo ist denn der Papa? Der Papa, der pflegt seine Pinkel. Aber er ist schon ein bisschen zahmer geworden. Ja. Ja, grüß Gott, Herr Bürgermeister! Ja, grüß Gott, es ist immer eine Freude, dass Sie uns die Erde geben. Du Franzl, ganz wohl ist mir jetzt fein nicht bei der Sache. Du, wenn das aufkommt, das gab erst eine Sensation, mein Lieber. Ja, jetzt müssen wir nur dicht halten, da kann gar nichts passieren. Jetzt musst du die Spur schon mitmachen. Ja, du und der Papa, der tut mir auch schon leid. Der kommt ja schon fast überflüssig vor. Du bist gut. Zuerst mach ich dich zum Helden, jetzt wuselst du um deinen Papa. Ja, der fängt sich schneller wieder, wie du glaubst. Meinst du? Ja, bestimmt. Nachdem ja die ganze Heldenfamilie nun beisammen ist, werde ich in meiner Eigenschaft als Frau Bürgermeister, ich meine natürlich als Gattin meines Mannes, nein, ich meine als Ehefrau des Herrn Bürgermeister, ihr wisst es ja, werde ich nun ein paar Worte sprechen. Ja, da schon her. Lieber hochverehrter Toni Bergmoser, uns alle bewegt das Gefühl der Freude und der Hochachtung ob deiner Heldentat. Die ganze Gmoa, ich meine natürlich die ganze Gemeinde, steht hinter mir. Ja, haben die alle Platz? Papa Bergmoser, steht hinter mir mit dieser Meinung. Für unsere jungen Männer im Dorf bist du ein leuchtendes Beispiel und ein Vorbild, weil du durch dein Verhalten bewiesen hast, dass man auch noch andere Dinge im Kopf haben kann, als Motorradfahren und Saufen. Ja. Apropos Saufen. Mein Mann und der Herr Landrat, die leider dienstlich verhindert sind, sind in Gedanken bei dir. In der Hoffnung. Ja, seit wann? Also, Mama,
Hoffnung, dass deine Heldentat noch so manchen jungen Mann unseres Dorfes anregt, überreiche ich dir nun die Rettungsmedaille. Dankeschön. Toni Bergmoser, der Held von Steinkirchen, er. Ja. Ihr Lebe hoch! Hoch! Ja. Hoch! 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 Bitte hoch! Ja, wunderbar! Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, hallo! Ja, da schau her! Ja! Da scheint es ja bald schön noch ein freudiges Ereignis zu geben, he? Das ist schon möglich, Frau Bürgermeister. Übrigens, darf ich einen Schnapserl anbieten? Also zu einem guten Schnaps sage ich nie nein, gell? Ja. Dankeschön, ja. Herr Berger, trinken Sie auch einen? Na ja, ein Stempel. Nein, Mama, gib mir bitte keinen Schnaps. Da kommt aber auf so komische Ideen. Okay. Ein Schnapserl schadet schon nicht. Kann ich auch einen haben? Du bist krank. Ich bin krank. Du musst dich schonen, womöglich schadet er dir. Ja. Ich wollte sowieso keinen. Aber was fehlt denn dem Papa Bergmoser eigentlich? Eigentlich schaut er doch ganz gesund aus. Ja, ja. Naja, ich weiß. Was? Alt werden wir halt, gell? Ja, ja. Ich möchte nicht hören haben. Ne? Abgesehen davon, ah, der Held, wegen dem Held, da bin ich. Da. Vor lauter Freude an die Decken gesprungen und da hat er sich sein Kopf ein bisschen angestoßen. Ja, an der Decken drum. Na ja, gut. Dann habe ich auch noch einen Freudentanz aufgeführt und habe mir meinen Fuß verstaubt. Ach so. Ja. Mein Kerl. Ja. Vor lauter Freude über sein Turm. Ja. Kann man natürlich auch verstehen. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich wäre natürlich auch stolz auf so einen Buben. Ja. Also vielen Dank. Gut. Dann trinken wir doch auf Ihren Stolz. Ja. Prost, Prost, Prost miteinander. Ich trinke im Geiste mit. Ne? Ja. Gut ist er. Ja. Vielen Dank. Ja. Also, dann gehe ich jetzt wieder, weil ich muss doch zu meinem Mann runterschauen aufs Volksfest. Sie wissen es doch selber. Also dann, lieber Held, mach weiter so. Und wer weiß, vielleicht wird der Papa Bergmoser auch noch mal ein Held. Also, wir können mal sehen. Nein, nein. Die Bürgermeisterin, ich und der Held gehören ab. Da muss ich ja gleich lachen. Weißt du, was ich da sag? Was sagst du mir denn? Wenn du nicht so da sitzen würdest wie der Heifel Elend, dann müssen wir direkt lachen. Na, lach halt. Ja, ich lach schon. Sei halt auch ein bisschen stolz auf deinen Buben. Ja, deswegen muss er nicht immer Juhu schreien. Okay, sag mal, wie kommt denn der Bub dazu, dass der die Frone vor die ganzen Leute abbusselt? Hm? Da stimmt doch wieder was nicht. Das hast doch du schon lange wieder gewusst. Nur ich war wieder ahnungslos, ne? Nein, nein. Was? Geahnt habe ich es. Aber wissen, du es erst jetzt. Ja. Mein Papa, schau, die zwei passen doch so gut zusammen. Schau, sauber ist, fleißig ist, arbeiten tut gern. Ja, wo findest du denn heute sowas noch, he? Ja, sind wir doch froh, dass er nicht irgendeine dahergebracht hat, die was bloß auf den Hof abgesehen hat, ne? Ja, ja. Nicht bloß wissen, was mit dir noch für Überraschungen bereitet. Na ja, ich gehe jetzt in die Küche raus. Ja. Was ist, Papa? Hm? Gehst du mit? Ja, freilich gehe ich. Also, Kind. Ganz klar. Bleib doch nicht allein da hocken. Jetzt haben wir gleich nicht. Oder? Oha. Ich hätte bald aufs Hinken vergessen. Du hast heute schon genug Busseln gehört. Gib mir heute noch mal ein Bussel. Hättest mir's nicht gelernt, dann wäre ich nicht auf den Geschmack gekommen. Geh, Toni, ich muss deiner Mama helfen in der Küche. Herrschaft, jetzt war ich so schön in der Übung gewesen. So gut möchte ich es auch mal haben wie du. Ich hab die Arbeit gehabt und du kassierst. Ja, du bist gut. Ja, wir haben die Arbeit gehabt? Ich doch, oder nicht? Du, ich hab dich doch da reingeschleppt. Du, wenn ich dich da draußen liegen lassen hätte, dann hättest du recht dumm schauen können und deinen Rostkübel mit der Gierskanne löschen. Hoppala. Dein Heldentum ist dir schon ganz schön in den Kopf gestiegen, he? Toni, Toni, mein Lieber. Franzl, such dir halt auch ein Mädel. Du, dann brauchst nicht jetzt mal Stil ankriegen, wenn ich von der Froni ein Bussel krieg. Toni, Toni, wenn wir ja nicht grüßen, wahnsinnig, das war schade um dich. Jeder Spaß hat einmal seine Grenzen. Was heißt da Grenzen? Du, zuerst bringst mich mit deinem Lumpenstickel in Fahrt und jetzt möchtest du mich bremsen.
Also, das ist ja wirklich der Höhepunkt. Ein gutes habe ich ja, dass ich wegen der Schlagzeile da 3 Tage Sonderurlaub gekriegt habe. Und die lassen wir von mir verdienen. Auch von dir nicht, du nachgemachter Held. Der ist gut. Ja, der hat doch sein Geschäft gemacht und nicht ich. So was. So, sag einmal, Toni, was war denn los? Der Herr Berger rennt draußen mit einem Gesicht rum, die 3 Tage reden weder, was waren? Was? Der Franzl meint, ich wäre jetzt größenwahnsinnig, so ein Schmarrn. Naja, also weißt du, ein bisschen Angst habe ich schon auch, dass da der ganze Rum mir ein bisschen in den Kopf steigt. Ach so? Du vergönnst mir also den Ehrentitel auch nicht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab mir gedacht, du freust dich darüber. Okay, Toni, was redst du denn da? Natürlich freue ich mich. Ja, ich bin sogar richtig stolz auf dich. Trotzdem habe ich einfach ein bisschen Angst, dass sich jetzt auch andere Mädeln für dich interessieren. Tja, Froni, das kann nicht schon sein. Du, ich kann's die Mädeln nicht verbieten. Ja, Toni, so kenne ich dich ja gar nicht. So kaltschnäuzig und so arrogant. Ja, ich hab geglaubt, du hast mich gern. Du, Froni, ich hab dich auch gern. Aber jetzt bin ich halt kein Simmantel mehr und kein Lapp. Du, jetzt bin ich wer. Ja, und dass jetzt andere Mädel für mich interessieren, das musst du gewinnen. Ja, möchtest du das wirklich? Was für ein Mannsbild will das nicht? Ich möchte aber ein richtiges Mannsbild. Und nicht so ein aufblasener Sensationsgigerl. Was sagst du da? Aufblasener Sensationsgigerl? Ja, sag mal, ich glaube, du weißt gar nicht, wen du vor dir hast. Doch, Toni, jetzt weiß ich's. Dein Freund irrt sich, wenn er glaubt, dass du erst größenwahnsinnig wärst. Du bist es ja schon. So ein Schmarrn. Ich bin nicht größenwahnsinnig. Ich bin das, was der Franzl aus mir gemacht hat. Ich meine, was er geschrieben hat über mich. Der Held von Steinkirchen. Und wenn du es nicht glaubst, in der Zeitung steht's drin, schwarz auf weiß. Das ist doch nicht zu glauben. Was er so ein Artikel schon gern mit seiner Schreiberei nicht alles anrichten kann. Du warst mir als Lapp immer nur lieber. Jetzt bist bloß noch ein trauriger Held für mich. Du, Froni, soll das heißen? Ja, genau, das soll es heißen. Spinner die Weiber, spinner die. Ja, soll sie es halt bleiben lassen. Es gibt jetzt nur andere Mädel, die sich für mich interessieren. Schließlich bin ich jetzt wer. Der Held von Steinkirchen, der Toni Bergmoser. Ja, sag einmal. Was war denn da los? Die Froni sitzt in der Küche draußen und weint. Ach was, die soll nicht so ein Metten machen. Bin ja nicht mit dir verheiratet. Ich hab ihr nur gesagt, dass es auch andere Mädel gibt, die sich für mich interessieren. Seit wann denn? Seit ich eine durch die Presse bekannte Persönlichkeit geworden bin. Verstehst? Ich kann jetzt die Mädel, die braucht jetzt die Mädel nicht mehr nachlaufen. Ich kann mir's jetzt raussuchen. Mhm. Mhm. Haben sie denn dir dein Hirn gestohlen, ha? Ein Mädel wie die Froni. So was gibt's doch weit und breit nimmer. Naja, man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, gell? Möchtest du vielleicht auch so ein Weiberheld werden, wie dein Vater mal einer war? Du, Mama? Ja? Warum nicht? Du, das ist auf jeden Fall ein lustiges Leben. Du, und heutzutage, da nützt ein jeder seine persönliche Freiheit. Ja, und die Chance, die ich jetzt hab, dass ich berühmt bin, du, die habe ich nur einmal im Leben, verstehst? Und jetzt mache ich es gerade so, wie der Papa mal war. Und deswegen kriegt er schon langsam Respekt vor mir. Hm? Ja, schämst du denn du gar nicht? Okay, Mama, warum soll ich mich schämen? Du, das ist halt total unmodern. Und überhaupt, euer Spießer-Dasein, das hängt mir schon langsam zum Hals raus. Du, jetzt bin ich wer. So, wer bist du denn? Was bist du denn? Jedenfalls nicht so ein verknöcherter Spießer als wie ihr. Tu den Orden runter. Warum? Ich sag das zum letzten Mal. Tu den Orden runter. Naja, ich weiß zwar nicht warum, aber wenn's da einen Spaß macht, bitteschön, dann tu ihn halt runter. Nein, Spaß macht's mir ganz bestimmt keinen. Das darfst du mir glauben. Aber es muss sein. So, das war für den Spießer. Und im Namen von der Froni. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich als Mutter für dich so schämen muss. Du eingebildeter, aufgeblasener Protz! Ja, was hat's denn jetzt auf einmal? Ich hab da gar nichts gesagt. Man redet da bloß. Ja, mir einfach eine runterzahlen. Ja, die ist gut. Ja, ich bin doch kein kleiner Bub nicht! Das darf ja nicht wahr sein. Mir ein Toni Bergmoser. Aber das kommt nur von meiner Gutheit, weil ich mir bisher alles gefallen hab lassen.
Aber da werde ich jetzt andere Seiten aufziehen. Da werde ich euch anschauen, mein Lieber. Schließlich bin ich ja jetzt wer und nicht so der hergelaufene Stallbursch. So? Was bist du nachher? Sag mal, bist du schon lang da? Spionierst du mir vielleicht noch? Ja, bei dir gibt's doch nichts zum Spionieren. Aus der Küche komme ich gerade von deiner Mutter. Von der Froni. Das meine ich, werde heute ein wässriges Mittagessen. Du Franzl, wenn da unser Essen nicht mehr passt, dann musst du halt ins Wirtshaus gehen. Spar dir doch deine Faden, sprich! So springt man nicht um mit seiner Mutter und auch nicht mit einem Mädel, dem er das Heiraten versprochen hat. Ich wollte helfen, dass der Vater nicht mehr an dir rumnörgelt. Jetzt tut's mir leid. So kann aus einem Spaß, der niemandem was geschaut hat, ein bitterer Ernst werden. Am meisten leid tut mir, dass ich aus dir aufblasener Dorfbrotz die Luft nicht rauslassen kann, weil ich selber mit drin hänge. Dankeschön für die schöne Predigt, Herr Pfarrer. Bist jetzt auch schon unter die Spießergesellschaft geraten. Eins sollst du nur wissen, Toni. Genauso wie ich dir geholfen habe, dass das Verhältnis zwischen dir und dem Vater besser wird, genauso kann ich dir wieder klar machen, dass du unterm Teppich spazieren gehen kannst. Du, Franz, soll das heißen, dass du mir Freundschaft aufsagst? Auf einen Freund, der sich so aufführt wie du, kann ich verzichten. Genauso, wie man es denkt. Jetzt kriegt er Angst vor seiner eigenen Lumperei. Der Hosendreh-Dreh, der. Aber nie klar kriegen wollen. Ja, da lag er frisch beim Fliegen gefangen. Schade, der Hundspur. Über so viel hat er mich schon drüber fallen lassen. Kaputte Köpfe habe ich, kaputte Zellen. Aber diesmal ist er dran. Jawohl. Den Eimer mit dem Saudrang, den habe ich so hingestellt, dass er drüber fallen muss. Haha! Hat schon geklappt. Was für ein Volldepp hat denn die Saudrang? Um Gottes Willen, es ist mir heute drüber gefallen. Hallo, Baby. Hallo, Weibi! Ja? Hast du den Saudraum Kiwi so saudum hingestellt, ha? Ja, der war eigentlich für den Toni bestimmt. Aha, na was, das also wirklich du? Ja. Da wundert's mich natürlich nicht mehr, wenn der Bub auch so saudum ist. Was? Ich bin auf und auf voller Saudrank. Komm rein, dann putz ich dich ab. Ja, freilich, dass ich die ganze Bude verstinkt. Ich geh ins Bad! Weibi, schwimm aber nicht so weit hinaus, gell? Also euer selberbrennter Obstler schmeckt wirklich ausgezeichnet. Aber jetzt muss ich aufhören, weil sonst komme ich nicht mehr ganz heim. Frau Bürgermeister, dann fahre ich Sie halt heim. Na, du hast mir auch schon genug. Also pass auf, Toni, warum ich eigentlich gekommen bin. Der Gesangsverein hat beschlossen, dich als Ehrenmitglied aufzunehmen. Da schon her. Aber Sie, ich kann gar nicht singen. Das macht doch nichts, die anderen doch auch nicht. Ach so. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn jemand einmal falsch singt. Sie, Frau Bürgermeister, sind in dem Gesangverein auch saubere Mädel dabei? Ja, natürlich. Ja, genügend. Mhm. Also zum Beispiel die Kaspermilz, die Reisberger Susi, die Lechnerrosel. Was, die Lechnerrosel auch? Ja. Also das war jetzt direkt mein Krankweiten. So? Das kann ich gar nicht verstehen. Ja. Naja, gut, also die Lechnerrosel, das ist ein saubes Mädel, ja, aber du bist doch eigentlich mit der Froni versprochen. Naja, das schon, aber wissen Sie, die Froni, die redet mit mir nichts mehr, seit ich berühmt bin. Sie sagt, ich bin ein Sensationsgigerl. So? Mhm. Naja. Eigentlich müsste es doch stolz auf dich sein. Ja, singst, das habe ich auch gemeint. Aber da kennt sich einer aus bei den Weiberleuten. Oh. Hm? Entschuldigen's. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Gut. Ja, aber immer haben sie doch was auszusetzen an einem. Und immer das Genörgeln von den Weiberleuten furchtbar. Sie wird sich schon noch an deine Berühmtheit gewöhnen. Das glaube ich nicht. Hm? Ah, was? Es gibt ja noch andere saubere Mädel. Sag einmal, hast du es denn gern? Die anderen Mädel? Nein, die Froni meine ich. Ja, das ist ja das Dumme dabei. Mhm. Weißt, Toni, bei uns Frauen, da ist es so. Wir bocken schon manchmal ein bisschen.
Aber wenn wir merken, dass wir gar nichts damit erreichen, dann kommen wir wieder ganz leise an. Wie die kleine Katze. Wirst du das sehen? Ja. Aber wirklich zu dem anderen. Was ist? Nimmst jetzt die Ehrenmitgliedschaft an und kommst halt an zu der kleinen Feier oder nicht? Freilich nehme ich es an. Gut. Noch ein Ehrentitel, das kann gar nicht schaden. Da hast du recht. Ja. Aber wo sind denn eigentlich deine Eltern? Die habe ich halt noch gar nicht gesehen. Meine Eltern, die sitzen in der Küche draußen. In der Küche? Ja. Ganz allein? Hm. Ah, habt ihr einen Streit gehabt? Und wenn? Dann glaube ich, geht es ihnen auch nicht so. Ja, um Gottes Willen, so war es ja auch gar nicht gemeint. Ich möchte mich auch gar nicht einmischen. So, darum gehe ich auch jetzt lieber wieder. Ja. Also Toni, dann sehen wir uns ja eigentlich heute Abend bei der Feier. Bei der Feier. Gut, bis auf Nacht. Bis auf für Nacht. Gott und einen schönen Gruß und die Eltern. Ja, wir ausrichten, danke. Herrschaftszeiten, das nimmt gar kein Ende mehr. Vorgestern der Turmverein, gestern der Veteranerverein und heute der Gesangverein. Eigentlich hätte ich noch ein bisschen Arbeit. Aber feiern ist schöner wie arbeiten. Und überhaupt, die Arbeit ist ja sowas, sowieso bloß was für die Dummen. Hm. Was soll's? Toni, wo willst du mit dem Geschirr hin? In Küche. Zu was? Zum Kaffee trinken. Mit wem? Mit wem? Mit dem Bauern, mit der Bäuerin und mit dem Herrn Berger. Ja, sag's mal, früher haben wir doch auch wieder hier einen Kaffee getrunken. Jetzt sitzt alle in der Küche draus. Warum denn? Weil mir Spießer nicht zu so einem Sensationsgigerl passen. Ah, da schon her. Passt da scheinbar der Herr Berger besser wie ich, gell? Möchte dich auch vielleicht berühmt machen? Du Geil, aus dem Franzl. Ich meine, einen Herrn Berger aus dem Spui. Ach so ist es. Du bist schon per Du mit ihm. Ach, red doch keinen Schmarrn. Bin nicht mit ihm per Du. Aber wenn's so weiter bleibt, der Herr, jetzt bin ich mit dir per Sie. Sag mal, hast du mich scheinbar schon vergessen? Das geht ja schnell bei dir. Geh, lass mir doch mal Ruhe, Toni. Spinn doch ein Loch in die Tischplatten rein. Dann haben vielleicht die Holzwürmer was zum Lachen. Ja, saufst doch einen Kaffee da drinnen, Lohr. Ach, sowas. Na ja, aber ich kann mir schon denken. Der Herr Berger, der passt ja besser wie ich. Der Herr Reporter. Vielleicht möchte das auch berühmt machen mit so einem Lumpenstickel. Herrschaft, der Konkurrenz kann ich jetzt gar nicht brauchen. Du, Papa? Was möchtest du denn? Du, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich heute abends nicht zum Melken und Stall ausmisten da bin. Hm? Weil mich nämlich der Gesangverein als Ehrenmitglied aufnimmt und da ist eine kleine Feier heute und da gehe ich hin. Ehrenmitglied? Du, beim Gesangverein? Die werden eine Freude haben, wenn sie dich singen hören. Wenn du so weiter saufst, dann kriegst du bald wie unser Gockel am Mist. Du, ich brauch nicht singen, weil das die anderen machen. Aha. Du, und übrigens, der Kegelverein hat sich auch schon angedrungen, dass er Ehrenmitglied werden soll. Du und Kegeln? Ja. Da werden die Kegelbuben arbeitslos, weil du in deinem Rausch einen Kegel von einer Bierflasche nicht unterscheiden kannst. Du, Kegeln brauch ich auch nicht, weil das auch die anderen machen. So. Und denen ist die Mitgliedschaft einer Berühmtheit wichtiger. Ja. Als wäre ein paar umgefallene Kegel. Aha. Du, sag einmal, mein Sohn, wann willst denn du wieder mal ans Arbeiten denken? Meinst du, dass du auf Kosten meiner Knochen deine Berühmtheit pflegen kannst, ha? Morgen früh bist du im Stall in der Arbeit. Besoffen oder nüchtern? Und solltest du besoffen sein, na, drücke dich so lange im Brunnen drauf, nein, bis du nüchtern bist und bis du deine Kühe wieder kennst. Ist das klar? Du, Papa. Was willst du noch? Jetzt hast du heute hinten vergessen. Ja. Gut, wenn du in diesem Haus noch einmal zu jemand frech bist, dann hau ich dich ungespitzt im Erdboden rein, dass du das Grundwasser saufen kannst. Was die alle eigentlich tue haben, zwecks der ein bisschen Arbeit. Das ist doch die letzten Tage ohne mich eingegangen, oder nicht? Aber wenn ihr glaubt, dass mich da weiter schindet auf dem Hof, dann habt ihr euch täuscht, das sag ich euch gleich. Wenn der Papa übergibt, dann verkaufe ich den Grund. Aus dem Hof mache ich eine Fremdenpension. Da brauche ich nichts mehr arbeiten und bin ein feiner Maxi.
Naja, die zwei Alten, die schicken wir ins Altersheim. Da sind sie gut aufgekommen und brauchen sich um nichts mehr kümmern. Das ist die beste zeitgemäße Lösung. Ich meine, du hast heute genug gesoffen, he? Die Flaschen ist halb leer. Mein Gott, nein, der Frau Bürgermeister hat halt so gut geschmeckt. Ja, man riecht's. Der Herrin stinkt's wie in einer Schnapsbrennerei. Trink mal den Kaffee, damit man deine Schnapspfanne nicht schon am helllichten Tag riecht. Dankeschön, Mama, für den Kaffee. Ich hab schon geglaubt, du hast mich vergessen. Ja, die sieht man ja fast nicht mehr auf dem Hof da. Und von der Arbeit steht bei dir ja überhaupt nichts mehr drin. Und sowas wie ein Pflichtgefühl kennst du scheinbar nicht mehr. Pflichtgefühl? Ja. Geh, Mama, jetzt darfst du aber aufhören. Wo gibt's denn das heute noch? Das ist schon lange nicht mehr modern. Mhm. Du, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen und nicht immer den alten Zopf nachhängen. Du tust mir leid, Toni. Wie du dich in unserer Familie aufführst, das ist die größte Schande für mich als Mutter. Geh, Mama, jetzt darfst du aber aufhören. Schand. Was ist denn da ein Schand? Du, sag einmal. Du hast dich doch selber gefreut, wie ich die Medaille gekriegt hab. War stolz auf mich, wie ich in der Zeitung gestanden bin. Und der Papa war's auch, wenn er's nicht zugeben will. Ja, ja. Ich kann einfach nicht verstehen, wie ein junger Mensch durch so einen Zeitungsartikel so hirnrissig verblöden kann. Ja, sag einmal, glaubst jetzt du im Ernst, dass in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten noch ein Mensch von diesem Unfall redet? Ach so. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Tälern gacken auch, wenn sie eingelegt haben. Aber die hören wieder auf. Genau wie die Leute. Die reden auch bald nicht mehr von deiner Heldentat. Und, was nachher? Was ist denn da los? Was hat denn die Mama? Ich weiß nicht, was sie hat. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab bloß gemeint, ich bin doch jetzt... Ja, ein Held, dass ich nicht lach, gell? Papa, lass gut sein. Was denn? Der Bub, der denkt sich gar nichts so Schlechtes. Das ist einfach die Zeit. Hm? Umgespitzt. Katharina, du gehst in die Küche. Ja, Papa. Umgespitzt. Umgespitzt. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Bauer? Nein, ich bin bloß der Sohn. Ach so? Da sind Sie der Toni Bergmoser. Von dem in der Zeitung gestanden ist. Ja, richtig, der bin ich. Sozusagen der Held von Steinkirchen. Haben Sie mit jemand eine Auseinandersetzung gehabt? Warum? Weil Sie so rote Backe haben. Das, glaube ich, geht Ihnen nicht so, oder? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Inspektor von der Feuerpolizei. Von was? Von der Feuerpolizei. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich den Herrn Berger hier antreffe. Ist er nicht da? Ja, nein. Ja, was jetzt? Ist er da oder ist er nicht da? Ja, das ist ja so. Er war da, aber jetzt ist er wieder weg. Also, abgereist? Nein, abgereist ist er nicht. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Na ja, Sie können mir sicher auch einige Auskünfte geben. Darf ich? Ja, bitte. Sie waren ja bei dem Unfall, beziehungsweise bei dem Unglück dabei. Ja, ja. Sie haben ja erste Hilfe geleistet. Ja, natürlich, drum bin ich ja jetzt der... Der Held von Steinkirchen, ja, ja, ich weiß. Aber jetzt lassen wir mal den Helden beiseite. Sie erlauben doch, dass ich mal einige Notizen mache. Notizen? Warum Notizen? So, jetzt erzählen Sie mir mal, wie das Ganze vor sich ging. Der Reihe nach, bitte. Der Reihe nach. Also ich hab da herin gewartet. Auf was? Was? Ja, auf was haben sie denn gewartet? Ja, mei, so halt. Und dann ist die Froni reingekommen, hat nach dem Papa gefragt und dann hab ich beim Fenster rausgeschaut. Ob's brennt? Nein, da hat's ja noch nicht brennt. Sie haben also gewartet, bis es brennt. Ja, nein. Herrschaft, Sie bringen mich ganz durcheinander. Und wie es brennt hat, sind Sie rausgerannt und haben den Herrn Berger aus dem brennenden Wagen gezogen.
Ja, richtig. Ich bin rausgerannt, hab den Franzl vor seinem Auto gefunden und da hat er brennt. Der Wagen? Nein, der Franzl hat brennt und dann hab ihn gelöscht. Den Wagen? Nein, den Franzl. Na so gut. Und was war dann? Dann hab ihn reingeschleppt, hab ihn auf die Sofa hingesetzt. Den Wagen? Nein, nicht den Wagen, den Franzl. Sieht er aber halber bewusstlos. Ist der Wagen noch gelaufen? Gelaufen? Ja, also das glaube ich jetzt wieder nicht, weil er ist eben am selben Platz gestanden wie vorher. Ist der Zündschlüssel noch gesteckt? Der Zündings, ja. Herrschaft, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Merkwürdig. Bei der Untersuchung des Wagens wurde kein Zündschlüssel gefunden. Außerdem war kein Benzin im Tank. Weil sonst hätte ja das Fahrzeug explodieren müssen, nicht? Ja, das hat der Franzl, ich meine der Herr Berger, auch gemeint. Was hat er gemeint? Ja, dass das Fahrzeug explodieren wird. Ich meine, explodiert wäre. Wann hat er das gesagt? Wann? Ja, wir haben uns halt so unterhalten wegen dem Unglück. Also nach dem Brand? Ja, natürlich, nach dem Brand. Der Fall ist für mich noch nicht abgeschlossen. Was? Warum? Ich muss zuerst noch mit dem Herrn Berger sprechen. So, ja. Im Übrigen glaube ich, dass es sich hier um eine mutwillige oder fahrlässige Brandstiftung handelt. Moment einmal, wieso fahrlässig? Weil unter Umständen der ganze Hof abbrennen hätte können. Ja, aber ich hab doch gar nichts angezündet. Das war doch... Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Kriminalpolizei hinzuziehe. Was? Moment einmal, wieso denn die Kriminalpolizei? Was hat denn die damit zu tun? Wer hier, was, wann getan hat, das wird die Kripo bald herausfinden. Ja, und dann? Na, dann kommt's zu einer Gerichtsverhandlung. Mit ein paar Jahren Gefängnis müssen schon rechnen. Was, Gefängnis? Um Gottes Willen. Ich, der Held im Knast. Sie, meine Eltern, die schmeißen mich aus, die Frone, die schaut mich nicht mehr an. Sie sagen, dass das nicht wahr ist. Es wird aber wahrscheinlich so sein. Mutwillige oder fahrlässige Brandstiftung ist ein Verbrechen und kein Kavaliersdelikt. Ja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Sie Held. Sie Held. Mein Lieber. Ja, was kommt denn da noch alles auf mich zu? Ich darf gar nicht dran denken. Ich hab jetzt ganz Angst. Achso, kriegt man die auch mal wieder zu Gesicht? 3 Tage habe ich das schon immer gesehen. Ich hab ja noch was anderes zu tun. Ich bin ja kein berufsmäßiger Angeber. Ja, sag mal, was habt ihr denn jetzt alle gegen mich? Ah, jeder grantelt mich an. Das ist ja schlimmer wie vorher. Früher sind wir da herumgesessen, haben gefrühstückt, haben gegessen, nachmittags Kaffee getrunken. Jetzt werden wir das Essen hingehalt. Ihr tät's ja alle so, als wenn ich eine ansteckende Krankheit hätte. Na, was Ansteckendes hast du nicht. Eher was Abschreckendes. Ich halte das nicht mehr lang aus. Ich hab doch keinen Menschen was da. Ja, das glaubst du. Du weißt gar nicht, wie du dich verändert hast. Der hält hin, der hält vorn. Das hängt doch an jedem zum Hals raus. Bloß dir nicht. Ja, hast halt keiner aus mir gemacht. Ich hab nicht gewusst, dass du mit deiner Angeberei die ganze Umgebung drangsalierst. Es ist bloß gut, dass das alles bald ein Impfend, der Schwindel. Mir kann das ja nichts anhaben. Ich hab ja als Reporter sozusagen einen Freibrief. Ich wär ja zahlt, dass ich Sensationen erfinde. Ach so, du wärst zahlt. Du Franzl, ein Inspektor von der Feuerpolizei war da. Der hat gesagt, dass er mit ein paar Jahren Knast rechnen muss. Ja, das muss man natürlich als Held schon in Kauf nehmen. Oh, das wird wieder eine Bombensensation. Überschrift! Der Held von Steinkirchen im Knast. Wenn das die Leute im Dorf lesen, die lachen sich schief. Sag mal, Franzl, bist denn du übergeschnappt? Du, was sagt denn dein Chef? Der weiß bereits die ganze Geschichte. Ach so, der weiß bereits die ganze Geschichte. Ja, und was hat er dazu gesagt? Gelacht hat er. Gelacht hat er? Und der hat den nicht rausgeschmissen? Na, woher? Er hat gemeint, ein Reporter mit Ideen ist nicht mit Gold zu bezahlen. Ich soll nur nächstes Mal mit der Wahl meiner Mittel ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich glaube, du bist ja nicht im Klaren, was dabei rauskommt. Du, dein Chef, der wird über uns noch eine größere Schlagzeile bringen. Über die? Weil die Schlagzeilen über dich, die bringe ja ich und nicht mein Chef. Du, Franzl,
Sag mal, wie stehe ich denn jetzt da? Vor dem Papa, vor der Mama und vor der Froni? Du bist halt dumm schon. Und was soll ich jetzt machen? Lächeln, Toni. Immer nur lächeln. Lächeln? Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr lang aus. Ach, Toni, du als Held. So eine Situation, die schmeißt doch du mit dem kleinen Finger. Ja, hab nur recht. Tu mir nur der Blecker. Recht hast. Aber ich geh jetzt in Gesang rein und sauf mir einen Rausch an. Du, und wenn die Polizei nach mir fragt, sagst du, ich bin nicht mehr da. Nein, besser ist nur, wenn du sagst, ich bin ausgewandert. Aber mein Kollege, der Graussepp, hat scheinbar seine Rolle als Inspektor sehr überzeugend gespielt. Naja, vielleicht hilft's was. Das Hemd flattert ihm jetzt ganz schön, unserem Helden. Vielleicht bringen wir noch zur Vernunft. Ja, Herr Berger. Herr Berger, wollen Sie eine Tasse Kaffee oder wollen Sie lieber einen Schnapsel? Ein Schnapsel, glaube ich, das kann ich jetzt besser brauchen. Schnapsel, freilich. Immer Schnapsel. Ja. Wo ist er denn hingegangen, der Held, ha? Gesangverein. Sich einen ansaufen. So, ich hab gemeint, er wird gesungen. Ja. Beim Heimgehen vielleicht. Aha. Also, ich muss sagen, ich habe ein ungutes Gefühl. Warum denn? Jeden Tag ist er jetzt im Ort drin und wird immer zum Saufen angestiftet. Und nächsten Tag tragt er dann seinen Kader daheim spazieren und ist zu alle recht ungut. Ja. Der kommt schon wieder zu sich, wenn er sich durch alle Vereine durchgesoffen hat. Mhm. Ich glaube, dann kommt erst der große Katzenjammer. Ja, das weiß ich aus Erfahrung von früher. Wenn er so weitermacht, dann wird er noch ein rechter Sauf aus. Mir tut er bloß das Mädel leid. Gäbst, die haben mich so gefreut über die zwei. Ja. Und jetzt sowas, hä? Ich hätte ihn doch umgespitzt in. Naja. Aber der ist ja so blöd, der möchte das gar nicht, dass ihm das Grundwasser in die Ohrwaschung nicht rinnt. Was redest du wieder für ein Schmarrn? Was auch nichts da. Es war nur ein so ein philosophischer Einfall von mir. Ja, hä? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Wo? Da schau her, ich glaube, da kommt der Wetter, ha? Mein Gott, nein! Da ist recht. Und bei so einem Wetter ist der Bub unterwegs. Das macht nichts, er soll er heim schwimmen. Außerdem macht es gar nichts aus, wenn er mit seinem Karren die Luft verstinkt, ne? Ich geh in den Stall aus, damit das Viech nicht unruhig wird. Ja, das ist recht. Und ich geh jetzt eigentlich nass, gell? Herr Berger, wenn Sie noch was trinken wollen, ja. Genieren Sie ein bisschen nicht, gell? Wenn man es genau betrachtet, bin ja ich schuld an der ganzen misslichen Situation. Die Bergmoser so nette und anständige Leute. Was ich da mit meiner Schnapsidee angerichtet habe, das kann ich nie mehr gut machen. Eigentlich müsste ich mich ja schämen, aber das kann ich mir als Reporter nicht leisten. Da könnte ich ja gleich meinen Beruf aufgeben. Wo ist er denn schon wieder hin, der Toni? Gesangverein. Seine Ehrenmitgliedschaft feiern. Freilich. Dann kommt er wieder mit einem Mords drum rauschen. Und uns lässt er mit der ganzen Arbeit hängen. Für mich ist der ein bisschen spät in die Pubertät gekommen, hä? Wie meinst du das? Ja, das ist schwer zu erklären. Das ist ungefähr so, als wenn jemand unbedingt mit seinem Auto wegfahren möchte und sind keine Radl dran. Dann kann er doch gar nicht wegfahren. Eben. Beim Toni ist es jetzt gerade so. Er ist jetzt gerade am Radl montieren. Ach, so ist es. Ja, dann verstehe ich das schon. Auch wenn sie es ein bisschen ums Eck rum rausgebracht haben. Oh, mein Franzl. Oh, Entschuldigung. Das ist mir jetzt bloß so rausgerutscht. Ich bin auch schon ganz durcheinander. Das macht doch nichts. Sag's ruhig, Franzl, zu mir. Wir kennen uns doch lang nur. Gut, dann musst aber du Froni zu mir sagen. Ja, gern. Da red's ja viel leichter. Ja. Ja, meinst du, dass der Toni noch gescheiter wird? Gescheiter vielleicht nicht, aber verständiger, vernünftiger. Pass auf, Froni. Du kennst doch den Spruch, jede Frau hat ein süßes Geheimnis. Freilich. Männer haben schon oft ein Geheimnis, aber das ist meistens nicht süß, sondern saudumm.
Und so ein Geheimnis möchte er dir jetzt gern anvertrauen. Ja? Ja, aber das kann ich nicht da herin machen. Nicht, dass Antoni seine Eltern dazukommen. Ja. Da gehen wir schnell in unser Kammer. Sicher ist sicher. Jesus Maria! Ja? So ein Gewitter haben wir vielleicht schon lange nicht mehr gehabt. Ja, du sagst es. Ha? Kannst du dich erinnern, vor 8 Jahren, da war auch so ein Gewitter, dass uns der hintere Stadel abbrennt. Ne? Jesus, na Papa, mal verjahren, dein Ding an die Hand geht. Brauchst keine Angst haben, Alte, ich bin ja da. Und ich glaub, es ist keiner. Ich geh wieder zu den Viechern aus. Ja. Ja. Soll ich mitgehen? Ja, geh mit. Ja, ich geh. Dann sind alle Ringviecher beisammen. Ja. Also jetzt, wo ich alles weiß, da ist mir gleich vieles leichter. Na, danke dir recht herzlich, dass du mir alles gesagt hast. So. Dann muss man aber jetzt auch eine saftige Weitschen geben, ich hab's verdient. Also gut. Nun, was magst du denn runterhauen, sollst du mir doch auch nicht. Na, jetzt, wo ich weiß, dass du den Toni nicht im Stich lässt, hab ich einfach nicht anders können. Das hast du jetzt schon gesagt. Aber eine Lumperei war's doch. Das eine Bussen? Nein, das, was ich mit dem Toni da angestellt hab. Ach, geh. Denk dir nix, Franzl. Wirst sehen, dass alles ganz gut rausgeht. Ja, hofft man's. Das lasst ja nach. Es ja, lasst ja nach. Brauchst keine Angst mehr haben, Mutter. Bitte lasst nach. So, habt ihr euch gut unterhalten? Ja, der Franzl, der hat mir ein bisschen was über seine Erlebnisse als Reporter erzählt. Ah, das ist interessant. Ja. Wieso, Franzl? Ja. Seit wann seid ihr per Du? Ja, wir kennen uns doch lang genug und da habe ich gemeint, mit Du, da redet sie halt viel leichter. Ja, na ja, wenn es beim Reden bleibt. Ach, was hast du denn? Ich war ja auch mal jung. Ah. Lass deine Fantasie nicht so spazieren gehen, Papa. Naja. Das ist alles in Ordnung, da habe ich gar keine Angst. Aber um den Toni habe ich Angst, wenn er einen Rausch hat und mit dem Motorrad unterwegs ist. Ja. Jesus Maria. Ja. Mit dem Rausch und dem Motorrad? Ja. Geh, Franzl, tu mir bitte schon einen Gefallen. Und immer das Radl und fahren unter den Ort und schau nach ihm, bevor er Unglück schießt. Ja. Ich meine, das wäre das Beste sein. Ja, ja. Gib's auf das Fahrrad, Obach, gell? Das ist ein Andenken aus der Arche Noah. Ja? Das hält einen sportlichen Fahrer nicht mehr aus. Ich pass schon auf, Franz. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also, ich hab Vertrauen zum Franzl. Es ist hart. Was ist denn da los? Der Notarztwagen. Mein Gotteshund. Es wird doch am Buben nichts passiert sein. Na ja, ich halte es nicht mehr aus. Aha. Ich muss unter den Ort laufen. Ich muss wissen, was los ist. Ja, geht zu. Na ja, dann wäre schon nicht das Schlimmste sein. Es lauf nicht da übereinander, mach mich nicht nervös. Ich sag ja, diese Sauferei, da ist noch nie was Gescheites rausgekommen. Ach was, das muss ich aber das Schlimmste denken. Ich hab früher auch geschaffen und ja, ich mir was gemacht. Na ja, gut. Jetzt mal wieder auf den Hintern kommen. Hoffentlich erwischt der Herr Berger noch rechtzeitig. Ja, wenn ein Radl nichts passiert, kann er schon unterwischen. Ja. Wenn er gerade dem Burm nichts passiert. Na, was soll denn dem passieren? Er ist doch im Grunde genommen ein recht guter Kerl. Ja, natürlich ist er es. Aber hier und da ist er halt ein bisschen ein Tollpatsch. Ne? Aber das vergeht alles, wenn man verheiratet ist. Ne? Amen. Ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Nein, glaubst du das nicht? Der Ton ist schon da, schnell. Ja, das ist ein Schnoss, ja. Ja, das ist ein Brauch, ein trockenes Gewand. Es ist nicht schlimm, brauchst du ihn nicht aufnehmen. Nee, nein. Ist ja nichts passiert. Nein. Na, erzähl's, was ist denn los? Ja, der Toni hat ein Mädel aus dem Bach rausgezogen. Was? Die Kleine war am Ertrinken. Aha. Bis ich hingekommen bin, war der Notarzt schon da. Na fein. Na, kann ja nichts passieren. Der Toni habe ich dann aufs Motorrad aufgesetzt und bin gleich da hergefahren. Ja, na, wunderbar haben sie das gemacht. Das ist, ich sag, da ist er ja, mein Bruder, mein Donald. Ha. Ja, mein, ich bin ja froh, dass dir nichts passiert ist, dass du wieder da bist, Bruder, gell? Hast dich beim Wirt wieder volllaufen lassen. Na, wo, Papa, bis zum Wirt bin ich gar nicht runtergekommen. Nein, schade, hättest du mir eine Maske mitbringen können. Jetzt, Toni, erzähl schon mal, was passiert ist. Ja, ich bin mit dem Motorrad runtergefahren in den Ort. Ja? Vor der letzten Brücke habe ich Hilfeschrei gehört. Ja? Habe ich angehalten, bin abgestiegen und da habe ich schon gesehen. Was? Ein kleines Mädel im Bach drin. Oh. Ich bin hingelaufen, reingesprungen und hab's halt rausgezogen. Was bist du? Ja, mein Bub, du kannst ja gar nicht schwimmen. Ich hab aber Glück gehabt, dass ich da stehen hab können. Na gut, schau. Mein Toni,
Ja. Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Ja. So viel Angst habe ich gehabt. Was ist denn passiert? Ja. Ein kleines Mädel habe ich aus dem Bach rausgezogen. Ja, stell dir vor, wir haben kein Hochwasser gehabt, sonst wäre das so. Okay. Ja, erzähl, was war denn mit dem Mädel? Ja, der Notarzt, der hat jetzt in die nächste Klinik gefahren und er hat gesagt, sie ist außer Lebensgefahr. Der springt ins Wasser. Nein, ich sag's ja, mein Toni. Was hast du wieder, dein Toni? Unser Toni! Das ist ja alles in Ordnung. Ja, was sagst du? Ja. Alles in Ordnung? Ja, und die Angst, die ich ausgestanden habe, da sagt keiner was davon. Na ja. Froni, du hast Angst um mich gehabt. Ja, dann hast mich du ja noch gern. Okay, so ein Lausbum wie die muss man ja gern haben. Es bist du ein richtiges Mannsbild und ein... Papa, bitte. Ich kann das Wort Held nicht mehr hören. Ich sag's ja nicht. Papa, was ist denn schon wieder? Wir haben Pause. Wir haben Pause, gut. Die zwei brauchen uns jetzt jawohl. Nicht, gell? Mama, wir verzehren uns. Sie werden nachher gutes Essen. Ja. Das haben Sie einer verdient, gell? Was weißt du, ihr macht ein gutes Essen, macht mir eins, ja auch Hunger. Du kriegst auch was. Also, weißt du, Toni, dass du in das Wasser reingesprungen bist und das Mädel rausgezogen hast, da bin ich direkt stolz auf dich. Wirklich. Und... was ist jetzt mit den anderen Mädeln? Hey, Froni, schau. Ich hab doch nur dich zum Fressen gern. Wirklich? Mhm. Gut, dann mach ich dir jetzt einen heißen Tee. Ja. Okay? Ich komm gleich wieder. Ist schon recht. Also, Toni, das hätte ich mir auch nicht dreimal lassen. Jetzt bist du nämlich wirklich ein Held. Bitte, ich konnt's nicht mehr hören. Jetzt frage ich mich bloß, zu was wir den ganzen Zirkus da mit dem figierenden Unfall überhaupt gemacht haben. Deswegen hätte ich meine Rosskisten nicht anzünden brauchen. Siehst du, Franzl, das kommt nur da davon, weil sie eine Presse fritzt und nichts erwarten könnt. Ja, genau. Ja. Franzl, Essen steht am Tisch. Ah ja, danke. Einen guten. Ja, danke. Da, mit einem heißen Tee. Du, Froni, ein heißes Versöhnungsbusserl, das war mir jetzt lieber. Und wenn jemand kommt? Und sieht ja keiner. Ja. Du, Papa, was denn? Meinst du nicht, dass der Bub auch einen Hunger hat? Ein Hunger? Ja. Der Bub? Ja. Ich glaube nicht, der frisst ja schon. Oh, nein, no. Du, Franzl, dir wird schon was einfallen, über was du schreiben kannst. Weißt du was? Jetzt trinken wir einen Schnaps an mir zwei zur Begrüßung. Ja, dann schaut die Welt gleich ganz anders aus. Machen wir's. Der für ein Zwei-Stamperl-Schnaps sein. Auf zwei Fürs steht mir leichter. Du hast recht. Dann machen wir ihn auf und schenken wir rein. Mhm. So, jetzt auch. Also nachher. Prost auf kommende Ereignisse. Ja. Dass sie mal was rührt in dieser schönen Gegend da. Aber du, und wenn du einfach über Politiker oder über Politik schreibst, da gibt's doch genug zum Schreiben, oder nicht? Hey, was willst du über Politiker noch schreiben? Das ist doch immer dasselbe Blabla. Das interessiert doch keinen mehr. Will doch keiner mehr lesen. Und über Politik ist doch auch bloß noch ein Geschäft. So, ja. Ah, da bist du. Sag einmal, Toni, bitte tu mir einen Gefallen und kratz dein Hirn bei der Arbeit zusammen. Wie oft, ich glaube 100 Mal war es nicht, hab ich dir schon gesagt. Du sollst den Rechen mit den Zinken nach oben an die Wand hängen und nicht den Rechen mit den Zinken nach unten am Boden hinstellen. Ich bin vom Heimwagen runtergesprungen, auf den Rechen drauf und haben wir den Stiel aufs Hirn auf, ne? Papa, ich hab ganz vergessen beim Aufräumen drauf. Vergessen, oder passt.
Naja, wenn Sie am helllichten Tag schon sauft, dann ist ja kein Wunder, oder? Wir haben ja bloß zur Begrüßung angestoßen, Herr Berger. Begrüßung? Na ja, grüß Gott, Herr Berger. Ja, wollten Sie nicht erst morgen kommen? Ja, in der Redaktion, da ist mir zu langweilig geworden. Zu langweilig? Bei uns rührt sich immer was. Kommen Sie raus zu uns, da ist was los. Ne? Herr Bergmoser, das kann doch mal passieren, so ein kleiner Unfall. Das kostet doch nicht gleich einen Kopf. Ja, ihr nicht, aber die meinen, ne? Einen Unfall, sagt er, zwei, hab ich schon, ne? Komm mir vor, als wenn mein Kopf in eine Massenkarambolage reingekommen wäre, ne? Bergmoser, er als gestandenes Mannsbrück kann doch sowas nichts ausmachen. Nichts ausmachen, schauen Sie mir doch an, wie ich ausschau. Ich kann doch gar nicht mehr unter die Leute gehen. Da kommt ja meine Frau ins Gerät. Die Leitmonate, meine Frau hat mir ein paar Pinseln aufgehauen. Ne? Ja, wo ist denn überhaupt Mama? He? Draußen in der Küche. Draußen in der Küche. Ich glaube, wir müssen unsere Heftpflaster meterweise kaufen. Da hat man die Wunsch zusammen. Der Papa ist ganz schön fort. He? Ja. Ja, manchmal hat man halt ein Pech. Ja, das Blöde ist, dass das Pech auch an mir hängen bleibt. Lang halte ich dem sein Genörgel nicht mehr aus. Geh du nicht. Lass dich doch nicht unterkriegen. Vielleicht fällt mir was ein, dass dein Vater ein bisschen zahmer mit dir umgeht. Meinst? Lass mich noch machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, Herr Berger, eine Zimmer ist jetzt gekriegt, gell? Danke, Herr Schick. Trage ich gleich mal Sachen. Sag einmal, Toni, bitte tu mir einen Gefallen und kratz dein Hirn bei der Arbeit zusammen. Wie oft, ich glaube 100 Mal war es nicht, hab ich dir schon gesagt. Du sollst den Rechen mit den Zinken nach oben an die Wand hängen. Und nicht den Rechen mit den Zinken nach unten am Boden hinstellen. Ich bin vom Heimwagen runtergesprungen, auf den Rechen drauf und hau mir den Stiel aufs Hirn auf, ne? Papa, ich hab ganz vergessen beim Aufräumen drauf. Ja, vergessen, oder passt? Naja, wenn Sie am helllichten Tag schon sauft, dann ist ja kein Wunder, oder? Wir haben ja bloß zur Begrüßung angestoßen, Herr Berger. Begrüßung? Na ja, grüß Gott, Herr Berger. Ja, ja. Wollten Sie nicht erst morgen kommen? Ja, in der Redaktion, da ist mir zu langweilig geworden. Zu langweilig? Bei uns rührt sich immer was. Kommen Sie raus zu uns, da ist was los, ne? Herr Bergmoser, das kann doch mal passieren, so ein kleiner Unfall. Das kostet doch nicht gleich einen Kopf. Ja, ihr nicht, aber die meinen, ne? Einen Unfall, sagt er, zwei, hab ich schon, ne? Komm mir vor, als wenn mein Kopf in eine Massenkarambolage reingekommen wäre, ne? Bergmoser, er als gestandenes Mannsbrück kann doch sowas nichts ausmachen. Nichts ausmachen, schauen Sie mir doch an, wie ich ausschau. Ich kann doch gar nicht mehr unter die Leute gehen. Da kommt ja meine Frau ins Gerät. Die Leitmonate, meine Frau hat mir ein paar Pinseln aufgehauen. Ne? Ja, wo ist denn überhaupt Mama? He? Draußen in der Küche. Draußen in der Küche. Ich glaube, wir müssen unsere Heftpflaster meterweise kaufen. Da hat man die Wunsch zusammen. Dein Papa ist ganz schön fort. He? Ja. Ja, manchmal hat man halt ein Pech. Das Blöde ist, dass das Pech auch an mir hängen bleibt. Lang halte ich dem sein Genörgel nicht mehr aus. Geh du nicht. Lass dich doch nicht unterkriegen. Vielleicht fällt mir was ein, dass dein Vater ein bisschen zahmer mit dir umgeht. Meinst? Lass mich noch machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Da bin ich so, Herr Berger, eine Zimmer ist jetzt gekriegt, gell? Danke, Herr Schick. Trage ich gleich meine Sachen auf. Ja, ist recht. Schaut sie so blöd. Du, dein Vater, der schaut aus, wie ein Stier, die ihm das Händel abgesägt haben. Du hast gut lachen, aber ausbaden darfst wieder ich. Vergeht, Toni, jetzt nimm's halt nicht so schlimm. Dein Vater wird schon noch einsehen, dass er mit seiner Grantlerei nichts besser macht. Weißt du was? Ich wandert aus, dann hab ich wenigstens meine Ruhe. So, kannst du das so einfach? Und was ist mit deiner Kier? Kannst du die so einfach allein lassen? Was meinst denn du, wie dumm die drei schauen taten? Besonders intelligent schaut der Kuh sowieso nicht rein. Und an mich denkst du überhaupt nicht? Du bist ja keine Kuh. Dass er nicht ganz normal ist. Schaut fast so aus. Meinst du, dass er andersrum ist, hä? Dass, wenn ich bestimmt wüsste, dann könnten wir uns heuer im Winter die Heizung sparen.
Das ist ja wahr. Du für einen Schmarrn, Herr Herrich, so habe ich doch das gar nicht gemacht. Wenn ich dran denke, wie ich so jung war wie der Toni. Herrgott, war ich ein Treiber von da. Ja. So ein Weiberheld, wie du einer warst, das ist er Gott sei Dank nicht und das wird er auch nicht. Aber ein bisschen Erfahrung, die nicht schaden. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, du. Was hast du hier? Und es wird Zeit, dass wir irgendwann einmal den Hof übergeben müssen. Ne? Dann müsst ihr sich eine Bäuerin suchen. Ne? Ja, der findet schon nicht. Der findet schon nicht. Wo denn? Er geht doch nirgends hin. Er geht auf keinen Tanzboden. Er geht auf keinen Kirchweihtanz. Er ist in keinem Verein. Ja. Im Stall draußen findet er keine. Und in der Lotterie wird er auch keine gewinnen. Für mich ist er wirklich verliebt. Ja. Vielleicht wüsst man es bloß nicht. Ja, was? Das Mädel, das möchte ich wissen, wo sie einen Simmandl mag. Papa, ja. Ich glaube, dass er verliebt ist. Ja. Weißt du, als Mutter hat man das so im Gespür. Ja, ja. Und mit deiner Grandlerei, da rückst du sowieso nichts aus. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, wirst du sehen. Also, wenn du mich suchst, ich bin wieder im Stall draußen. Ja. Ne? Ist das heim? Das heim muss ich auch noch abladen. Ja, tu noch ein bisschen was. Und ich sag, dass der Bub verliebt ist. Da frisst ich ja 10 Besen. Aber in wen? So, Bäuerin. So, Fronerle. In der Küche war es soweit. Ganz schön. Ich bin alles fertig. Du, Froni. Ja, bitte. Was ich dich eigentlich einmal fragen wollte. Ja? Weißt du vielleicht rein zufällig, ob der Toni ein Mädel hat? Der Toni? Fräulein, einen Bauern meine ich nicht. Den Toni meinst du? Den Toni meine ich, ja. Ja, also das kann ich mir nicht recht gut vorstellen. Nicht? Ja, aber möglich war es schon. Mhm. Ja, schließlich ist er doch ein Mannsbild. Hoffentlich. Ob er ein Mädel hat, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Tja, das muss ich rauskriegen, sonst kann ich ja keine ruhige Minuten mehr schlafen. Also manchmal kommt es mir auch so vor, wie wenn er verliebt war. Naja, in dem Zustand sind ja alle Mannsbilder ein bisschen deppert. Aber in wen? Ach, es ist doch ein Kreuz mit den Mannsbildern. Die einen können nicht genug rennen und die anderen, die musst schier betteln. Ist doch ein Kreuz. Wenn du saufst, dann kriegst du bald wie unser Gockel am Mist. Du, ich brauch nicht singen, weil das die anderen machen. Aha. Du, und übrigens, der Kegelverein hat sich auch schon angedrungen, dass er eher Mitglied werden soll. Du und Kegeln? Ja. Da werden die Kegelbuben arbeitslos, weil du in deinem Rausch einen Kegel von einer Bierflasche nicht unterscheiden kannst. Du, Kegeln brauche ich auch nicht, weil das auch die anderen machen. So. Und denen ist die Mitgliedschaft einer Berühmtheit wichtiger. Ja. Das wird ein paar umgefallene Kegel. Aha. Du, sag einmal, mein Sohn, wann willst denn du wieder mal ans Arbeiten denken? Meinst du, dass du auf Kosten meiner Knochen deine Berühmtheit pflegen kannst, ha? Morgen früh bist du im Stall in der Arbeit. Besoffen oder nüchtern? Und solltest du besoffen sein, dann drücke dich so lange im Brunnen drauf, nicht, bis du nüchtern bist und bis du deine Kühe wieder kennst. Ist das klar? Du, Papa. Was willst du noch? Jetzt hast du heute da hinten vergessen. Ja. Du, wenn du in diesem Haus noch einmal zu jemand frech bist, dann hau ich dich umspitzt im Erdboden rein, dass du das Grundwasser saufen kannst. Was die alle ein Getue haben, kriegst du ein bisschen Arbeit. Das ist doch die letzten Tage, wo ich mich eingegangen, oder nicht? Aber wenn ihr glaubt, dass mich da weiterschindet auf dem Hof, da habt ihr euch täuscht, das sag ich euch gleich. Wenn der Papa übergibt, verkaufe den Grund. Aus dem Hof mache ich eine Fremdenpension. Da brauche ich nichts mehr arbeiten und bin ein feiner Maxi. Naja, die zwei Alten, die schicken mir ins Altersheim. Da sind sie gut aufgekommen und brauchen sich um nichts mehr kümmern. Das ist die beste zeitgemäße Lösung. Du hast heute genug gesoffen, he? Die Flaschen ist halb leer. Mein Gott, nein, der Frau Bürgermeister hat halt so gut geschmeckt. Ja, man riecht's. Der Herrin stinkt's wie in einer Schnapsbrennerei. Trink mal den Kaffee.
damit man deine Schnapspfanne nicht schon am helllichten Tag riecht. Dankeschön, Mama, für den Kaffee. Ich hab schon geglaubt, du hast mich vergessen. Ja, die sieht man ja fast nicht mehr auf dem Hof da. Und von der Arbeit steht bei dir ja überhaupt nichts mehr drin. Und sowas wie ein Pflichtgefühl kennst du scheinbar nicht mehr. Pflichtgefühl? Ja. Geh, Mama, jetzt darfst du aber aufhören. Wo gibt's denn das heute noch? Das ist schon lange nicht mehr modern. Du, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen und nicht immer den alten Zopf nachhängen. Du tust mir leid, Toni. Wie du dich in unserer Familie aufführst, das ist die größte Schande für mich als Mutter. Mama, jetzt darfst du aber aufhören. Schand. Was ist denn da ein Schand? Du sag einmal, du hast dich doch selber gefreut. Was ist denn da los? Was hat denn die Mama? Ich weiß nicht, was sie hat. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab bloß gemeint, ich bin doch jetzt. Ja, ein Held, dass ich nicht lache, gell? Papa, lass gut sein. Was denn? Der Bub, der denkt sich gar nichts so Schlechtes. Das ist einfach die Zeit. Umgespitzt. Katharina, du gehst in die Küche. Ja, Papa. Umgespitzt. Umgespitzt. Das ist grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Bauer? Nein, ich bin bloß der Sohn. Ach so? Da sind Sie der Toni Bergmoser, von dem in der Zeitung gestanden ist. Ja, richtig, der bin ich. Sozusagen der Held von Steinkirchen. Haben Sie mit jemand eine Auseinandersetzung gehabt? Warum? Weil Sie so eine rote Backe haben. Das, glaube ich, geht Ihnen nicht so, oder? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Inspektor von der Feuerpolizei. Von was? Von der Feuerpolizei. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich den Herrn Berger hier antreffe. Ist er nicht da? Ja, nein. Ja, was jetzt? Ist er da oder ist er nicht da? Ja, das ist ja so. Er war da, aber jetzt ist er wieder weg. Also, abgereist? Nein, abgereist ist er nicht. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Na ja, Sie können mir sicher auch einige Auskünfte geben. Darf ich? Ja, bitte. Sie waren ja bei dem Unfall, beziehungsweise bei dem Unglück dabei. Ja, ja. Sie haben ja erste Hilfe geleistet. Ja, natürlich, drum bin ich ja jetzt der Held von Steinkirchen. Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt lassen wir mal den Helden beiseite. Sie erlauben doch, dass ich mir einige Notizen mache. Notizen? Warum Notizen? So, jetzt erzählen Sie mir mal, wie das Ganze vor sich ging. Der Reihe nach, bitte. Der Reihe nach. Also, ich hab da herin gewartet. Auf was? Was? Ja, auf was haben's denn gewartet? Ja, mei, so halt. Und dann ist die Froni reingekommen, hat nach dem Papa gefragt und dann hab ich beim Fenster rausgeschaut. Ob's brennt? Nein, da hat's ja noch nicht brennt. Sie haben also gewartet, bis es brennt? Ja, nein. Herrschaft, Sie bringen mich ganz durcheinander. Und wie es brennt hat, sind Sie rausgerannt und haben den Herrn Berger aus dem brennenden Wagen gezogen. Ja, richtig. Auf sowas. Warte. Du, Froni, Ich hätte mal ganz gern was gefragt. Frag halt. Du, sag mal, wie lang bist du jetzt schon da bei uns? Ach, in einer 14 Tagen ungefähr. Wird's ein Jahr, seit mein Vater den Hof verkauft hat und zu seinem Bruder in Kreisstadt gezogen ist. Und warum habt ihr euren Hof verkauft? Naja, nachdem meine Mama gestorben ist, ist am Vater und mir das Ganze zu viel geworden. Dienstboten kriegst du in der Landwirtschaft gar nicht mehr. Naja, und für moderne Maschinen haben wir halt kein Geld gehabt. Tja, und jetzt arbeitet mein Vater bei seinem Bruder mit. Der hat nämlich ein Gemüsegeschäft. Ach so. Und warum bist du da nicht mit in die Kreisstadt mit reingezogen, zu deinem Vater? Weil ich kein Gemüse nicht mag. Ach so. Naja, und außerdem habe ich ja nur die Landwirtschaft gelernt. Ja, und gefällt's dir dann bei uns? Ja. Sehr gut. Ja, ich meine, mir macht ja auch die Bauernarbeit Spaß. Was? Dir macht die Arbeit einen Spaß? Also dann bist du eine seltene Rarität. Schau mal. Oderla? Jetzt kommt der Kaffee. Jetzt sind wir so weit. Jetzt. Wo ist denn der Papa?
Der Papa, der ist noch im Stall draußen, ja. So, der ist noch im Stall. Mhm. Ah, übrigens, was ich sagen wollte. Danke. Heute ist bei im Unterbrei eine Tanzmusik. Was ist da? Ich mag's nicht hingehen. Okay, wo? Was soll ich denn da? So weiß es, du kannst schon dumm fragen. Geh halt auch einmal zum Tanzen. Ich kann da gar nicht tanzen und mit wem soll denn ich schon tanzen? Ja, mit einem Besenstiel nicht. Mit einem Madel halt. Ja, danach tritt ich dann noch einen auf den Fuß auf und krieg dann noch ein Watschen. Nein, das mach ich nicht. Nein. Ja, dann geh halt ich mit. Ja, das magst. Na, ich mein, allein kann ich sowieso nicht gehen als Madel und dann kann ich's da gleich lernen. Ja. Hm? Das war schön. Okay. Aber nein, das geht nicht. Nein. Weil, hernach tritt ich dir auf den Fuß auf, dann läufst du die ganze Woche mit einem blauen Fuß umeinander. Ja, und dann muss ich auch noch einen Heistadl aufräumen, weil der Papa morgen das Heirei fährt. Mhm. Ja, dann lass es halt bleiben. Mein Kopf. Ich sehe lauter Stern dann fliegen. Oh. Ja, was ist denn passiert? Ja, wo hast denn den Pinkel her? Ja. Ist dir was aufgefallen? Mein Schädel bin ich gegen die Saustall, hier bin ich gerumpelt, ne? Hättest du es halt vorher aufgemacht? Na, so schlau bin ich selber. Aber das ist ja nicht gegangen, ne? Ich wollte raus, dabei war die Tür doch irgendwas gesperrt und ich bin mein Schädel und die Tür hier gerumpelt, weil auf der anderen Seite niemand den Mistkern so quer hingestellt hat, ne? Dass ich nicht raus hab können. Möchtest wissen, was für ein Schabzett für das wieder war? Ich komme gerade von deiner Mutter. Von der Froni. Das meine ich, werde heute ein wässriges Mittagessen. Du Franzl, wenn da unser Essen nicht mehr passt, dann musst du halt ins Wirtshaus gehen. Spar dir doch deine Faden, sprich! So springt man nicht um mit seiner Mutter und auch nicht mit einem Mädel, dem er das Heiraten versprochen hat. Ich wollte dir helfen, dass der Vater nicht mehr an dir rumnörgelt. Jetzt tut's mir leid. So kann aus einem Spaß, der niemandem was geschaut hat, ein bitterer Ernst werden. Am meisten leid tut mir, dass ich aus dir aufblasener Dorfbrotz die Luft nicht rauslassen kann, weil ich selber mit drin hänge. Dankeschön für die schöne Predigt, Herr Pfarrer. Bist jetzt auch schon unter die Spießergesellschaft geraten. Eins sollst du nur wissen, Toni. Genauso wie ich dir geholfen habe, dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater besser wird, genauso kann ich dir wieder klar machen, dass du unterm Teppich spazieren gehen kannst. Du, Franz. Soll das heißen, dass du mir Freundschaft aufsuchst? Auf einen Freund, der sich so aufführt wie du, kann ich verzichten. Ja. Genau so, wie man es denkt. Jetzt kriegt er Angst vor seiner eigenen Lumperei. Der Hosendrehdreh, der. Aber mich klar kriegen wollen. Ja, da lag er frisch beim Fliegen gefangen. Der Hundsbuhr. Über so viel hat er mich schon drüber fallen lassen. Kaputte Köpfe habe ich, kaputte Zellen. Aber diesmal ist er dran. Jawohl. Den Eimer mit dem Sau dran, den habe ich so hingestellt, dass er drüber fallen muss. Hat schon geklappt. Was für ein Goldepp! Um Gottes Willen, es ist meine Alte drüber gefallen. Ja. Hallo, Weibi. Hallo, Weibi. Ja? Hast du den Saudraum, Kiwi, so saudum hingestellt, ha? Ja, der war eigentlich für den Toni bestimmt. Aha, na warst das also wirklich du. Ja. Da wundert's mich natürlich nicht mehr, wenn der Bub auch so saudum ist. Was? Ich bin auf und auf voller Saudrank. Komm rein, dann putz ich dich ab. Ja, freilich, dass ich die ganze Bude verstinkt. Ich geh ins Bad. Baby, schwimm aber nicht so weit hinaus, gell? Also, euer selberbrennter Obstler schmeckt wirklich ausgezeichnet. Ja, ist gut. Aber jetzt muss ich aufhören, weil sonst komme ich nicht mehr ganz heim. Frau Bürgermeister, dann fahr ich Sie halt heim. Na. Du hast mir auch schon genug. Also pass auf, Toni, warum ich eigentlich gekommen bin. Der Gesangsverein hat beschlossen, dich als Ehrenmitglied aufzunehmen. Da schon her. Als Motorradfahren und Saufen. Ja, apropos Saufen. Mein Mann und der Herr Landrat, die leider dienstlich verhindert sind, sind
in Gedanken bei dir. In der Hoffnung. Ja, seit wann? Also, na. In der Hoffnung, dass deine Heldentat noch so manchen jungen Mann unseres Dorfes anregt, überreiche ich dir nun die Rettungsmedaille. Dankeschön. Toni Bergmoser, der Held von Steinkirchen, er. Ja. Ihr Leben hoch! Hoch! Ja, wunderbar, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, hallo! Ja, da schau her! Ja, da scheint es ja bald schön noch ein freudiges Ereignis zu geben. He? Das ist schon möglich, Frau Bürgermeister. Übrigens darf ich einen Schnapsal anbieten. Also zu einem guten Schnaps sage ich nie nein, gell? Ja. Dankeschön, ja. Herr Berger, trinken Sie auch einen? Na ja, bestimmt. Nein, Mama, gib mir bitte keinen Schnaps. Da kommt er aber auf so komische Ideen. Okay. Ein Schnapserl schadet schon nicht. Kann ich auch einen haben? Du bist krank. Ich bin krank. Du musst dich schonen, womöglich schadet dir der. Ja. Ich wollte sowieso keinen. Ja, aber was fehlt denn dem Papa Bergmoser eigentlich? Eigentlich schaut er doch ganz gesund aus. Ja, ja. Naja, ich weiß. Was? Alt werden wir heute, gell? Ja, ja. Ich möchte nicht gehört haben. Ne? Abgesehen davon, der Held, wegen dem Held, da bin ich. Ja. Vor lauter Freude an die Decken gesprungen und da hat er sich sein Kopf ein bisschen angestoßen. Ja, an der Decken drum. Naja, gut. Dann habe ich auch noch einen Freudentanz aufgeführt und habe mir meinen Fuß verstaubt. Ach, ja. Vor lauter Freude über sein Turm. Ja. Kann man natürlich auch verstehen. Also ich muss sagen, ich wäre natürlich auch stolz auf so einen Burm. Ja. Also vielen Dank. Gut, dann trinken wir doch auf Ihren Stolz. Ja. Prost, miteinander. Ich trinke im Geiste mit. Ne? Ja. Gut ist er. Vielen Dank. Ja. Also, dann gehe ich jetzt wieder, weil ich muss doch zu meinem Mann runterschauen aufs Volksfest. Sie wissen es doch selber. Also dann, lieber Held, mach weiter so. Und wer weiß, vielleicht wird der Papa Bergmoser auch noch mal ein Held. Also, wir können mal sehen. Die Bürgermeisterin. Wir haben bloß zur Begrüßung angestoßen, Herr Begrüßung. Bergmoser. Begrüßung? Naja, grüß Gott, Herr Berger. Ja, wollten Sie nicht erst morgen kommen? Ja, in der Redaktion, da ist mir zu langweilig geworden. Zu langweilig? Bei uns rührt sich immer was. Kommen Sie raus zu uns, da ist was los. Ne? Herr Bergmoser, das kann doch mal passieren, so ein Unfall. Das kostet doch nicht gleich einen Kopf. Ja, ihr nicht, aber die meinen, ne? Einen Unfall, ich sag dir, zwei hab ich schon, ne? Komm mir vor, als wenn mein Kopf in eine Massenkarambolage reingekommen wäre, ne? Bergmoser, er als gestandenes Mannsbrück kann doch sowas nichts ausmachen. Nichts ausmachen, schauen Sie mir doch an, wie ich ausschau. Ich kann doch gar nicht mehr unter die Leute gehen. Da kommt ja meine Frau ins Gerät. Die Leute meinen, meine Frau hat mir ein paar Pinseln aufgehauen, ne? Ja, wo ist denn überhaupt Mama, hä? Draußen in der Küche. Ist draußen in der Küche. Ich glaube, wir müssen unsere Heftpflaster meterweise kaufen. Da hat man die Wunsch schon noch mal stehen. Der Papa ist ganz schön fort, he? Ja. Ja, manchmal hat man halt ein Pech. Ja, das Blöde ist, dass das Pech auch an mir hängen bleibt. Lang halte ich dem sein Genörgel nicht mehr aus. Geh, Toni. Lass dich doch nicht runterkriegen. Ja. Vielleicht fällt mir was ein, dass dein Vater ein bisschen zahmer mit dir umgeht. Meinst? Lass mich noch machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, so, Herr Berger, ein Zimmer ist jetzt gekriegt, gell? Danke, Herr Schick. Trage ich gleich meine Sachen auf. Ja, ist recht. Schaut sie so blöd. Du, dein Vater, der schaut aus wie ein Stier, dem die Händel abgesägt haben. Du hast gut lachen, aber ausbaden darfst du wieder ich. Vergeht, Toni, jetzt nimm's halt nicht so schlimm. Dein Vater wird schon nur einsehen, dass er mit seiner Grantlerei nichts besser macht. Weißt du was? Ich wandert aus, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. So, kannst du das so einfach? Und was ist mit deiner Kier? Kannst du die so einfach allein lassen? Was meinst denn du, wie dumm die drei schauen taten?
Besonders intelligent schaut der Kur sowieso nicht rein. Und an mich denkst du überhaupt nicht? Du bist ja kein Kur. Na, leider nicht. Sonst darfst du mich schon besser behandeln. Ach, ich hab geglaubt, du hast mich gern. Okay, Froni, was sagst denn da? Das hab ich dir. Du, und helfen tue ich dir, wo ich kann. Beim Stall ausmisten, ja, beim Tischdecken, beim Hähnerfuttern, beim Eier zusammensuchen. Ja, und sogar waschen tue ich mich. Und sonst? Was sonst? Ja, du, bügeln kann ich da nicht helfen, das hab ich nicht gelernt. Das sollst auch nicht. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die mich viel mehr gefreut hatten. Noch was anderes? Hey, ja? Sag mal, spielst du denn jetzt? Heile, heile, still. Ich bin ja kein kleines Kind. Weiß oder möchtest du wieder blicken, ha? Ja, sowas hab ich noch nicht gesehen, ha? Du, Frau, warum lernst du so? Du, den Mistkern hab doch ich hingestellt und drauf vergessen. Warum hast du ihn drauf vergessen? Ja, weil ich dazugekocht hab beim Waschaufinger, wie du gesungen hast. Ja, dann hab ich den Mistkern hingestellt, bin zum Haus hinübergelaufen und hab dazugekocht. Du hast eine schöne Stimme. Hell wie ein Glickerl und rein wie ein Bacherl und lieb wie ein Nachtigall. Ich hab gar nicht gewusst, dass du mich so gern singen hörst. Ja, schon, das gefällt mir schon. Komm, Papperle, geh weiter. Ja, hör auf mit dem Papperle! Ja. Mit dem Papperle! Jetzt das Frühstück und lass das schmecken, ja. Gell? Ja, oh, mir der Schädel wieder, ja. Brumm. Sag einmal, Toni. Ja, Papa. Kennst du den Unterschied zwischen einer Kuh und einer Sau? Papa, soll das ein Witz sein? Ja, ich wollte, es wäre ein Witz. Du fütterst doch in der Früh immer das Viech, oder? Das mache ich auch jeden Tag. Na also, und heute hast du die Kühe Saufutter hingeschmissen und die Sau haben das Heil gekriegt, ne? Was? Ja. Da geh ich gleich raus. Bleib sitzen und ist fertig. So Sautum haben meine Rindviecher noch nie geschaut. Und meine Schweindeln haben sogar das Grunzen vergessen. So erstaunt waren sie. Ich bin schon fertig, ich bring das gleich in Ordnung, gell? Ja, du, Toni. Ja, Papa. Aber bitte gib die Kühne das Hühnerfutter, gell? Ist also gell, gell? Ja, ja, ist schon recht. Also. Willst du aber was zum Tablecker haben? Ja, ja. Verstehst du das, Mama? Ich versteh's nimmer. Ja, ich versteh's auch. Also. Mei, vielleicht hat er seine Gedanken woanders gehabt. Der hat seine Gedanken bei der Arbeit zu haben. Und nirgends anders. Und ins Spazieren gelassen, Urlaub schicken, oder? Naja, jetzt gar so schlimm war es ja auch wieder nicht, oder? Darf ich abräumen bei? Ja, darfst du abräumen. Bist du schon fertig, Papa? Bin auch fertig, ja. So, Froni? Ja? Das heißt, es wird oder Mama gelungen mit Zeitung rüber. Hast du das schon? So, danke. So, ich tue dann gleich abspülen, gell? Ja, gut, abspülen, ja, hast recht. Abspülen. Ah, hab ich denn mein Brühen wieder? Ja, ja, ist ja nichts. Ich traue dich, wenn ich traue dich. Ich darf gar nicht traue dich. Ich darf gerade nicht traue dich. Ich darf gar 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 nicht traue dich.
hinsitzen und nicht rumstehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Oder soll ich nicht vielleicht doch besser zur Mama in die Küche ausschauen? Was bist du nicht mehr bei deiner Mama? Hast du vielleicht Angst vor mir? Na, Froni, ich weiß nicht. Wie kommst du denn auf sowas? Du, Froni, ich hätte mal ganz gern was gefragt. Frag halt. Du, sag mal, wie lang bist du jetzt schon da bei uns? Ach, in einer 14 Tagen ungefähr wird es ein Jahr. Aha. Seit mein Vater den Hof verkauft hat und zu seinem Bruder in Kreisstadt gezogen ist. Und warum habt ihr euren Hof verkauft? Naja, nachdem meine Mama gestorben ist, ist am Vater und mir das Ganze zu viel geworden. Mhm. Dienstboten kriegst du in der Landwirtschaft gar nicht mehr. Naja, und für moderne Maschinen haben wir halt kein Geld gehabt. Mhm. Tja, und jetzt arbeitet mein Vater bei seinem Bruder mit. Der hat nämlich ein Gemüsegeschäft. Ach so. Und warum bist du da nicht mit in die Kreisstadt mit reingezogen, zu deinem Vater? Weil ich kein Gemüse nicht mag. Ach so. Naja, und außerdem habe ich ja nur die Landwirtschaft gelernt. Mhm. Ja, und gefällt's dir dann bei uns? Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, ich meine, mir macht ja auch die Bauernarbeit Spaß. Mhm. Was? Dir macht die Arbeit einen Spaß? Mhm. Also dann bist du eine seltene Rarität. Schau mal. Oder? Jetzt kommt der Kaffee. Jetzt sind wir so weit. Jetzt. Wo ist denn der Papa? Der Papa, der ist noch im Stall draußen, ja. So, der ist noch im Stall. Mhm. Ah, übrigens, was ich sagen wollte, danke. Heute ist bei im Unterbrei eine Tanzmusik. Was ist da? Ich mag's nicht hingehen. Okay, wo, was soll ich denn da? So weiß es, du kannst schon dumm. Das ist meistens nicht süß, sondern saudumm. Und so ein Geheimnis möchte ich dir jetzt gern anvertrauen. Ja? Ja, aber das kann ich nicht da herin machen. Nicht, dass Antoni seine Eltern dazukommen. Ja. Da gehen wir schnell in unsere Kammer. Sicher ist sicher. Jesus Maria! Ja. So ein Gewitter haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, du sagst das. Ha? Kannst du erinnern, vor 8 Jahren, da war auch so ein Gewitter, dass uns der hintere Stadel abbrennt. Ne? Jesus, nein, Papa, mal vor Jahren, da ist wieder ein Tag. Brauchst keine Angst haben, Alte, ich bin ja da. Du, ich glaub, es ist gescheiter. Ich geh wieder zu den Viechern aus. Ja. Ja. Soll ich mitgehen? Ja, geh mit. Ja, ich geh. Dann sind alle Ringviecher beisammen. Ja. Also jetzt, wo ich alles weiß, da ist mir gleich vieles leichter. Na, danke dir recht herzlich, dass du mir alles gesagt hast. So. Dann muss man aber jetzt auch eine saftige Weitschen geben, ich hab's verdient. Also gut. Nun, was magst du denn runterhauen, sollst du mir doch einen. Na, jetzt, wo ich weiß, dass du den Toni nicht im Stich lässt, hab ich einfach nicht anders können. Das hast du jetzt schon gesagt. Aber eine Lumperei war's doch. Das eine Bussen? Nein, das, was ich mit dem Toni da angestellt hab. Ach, geh. Denk dir nix, Franzl. Wirst sehen, dass alles ganz gut rausgeht. Ja, hofft man's. Das lasst ja nach. Das lasst ja nach. Brauchst keine Angst, wir haben wieder. Bitte lasst nach. So, habt ihr euch gut unterhalten? Ja, der Franzl, der hat mir ein bisschen was über seine Erlebnisse als Reporter erzählt. Ah, das ist interessant. Ja. Wieso, Franzl? Seit wann seid ihr nie per Du? Ja, wir kennen uns doch lang genug. Und da habe ich gemeint, mit Du, da redet sie halt viel leichter. Ja, na ja, wenn es beim Reden bleibt. Was hast denn? Ich war ja auch mal jung. Ah. Lass deine Fantasie nicht so spazieren gehen, Papa. Ja, ja. Das ist alles in Ordnung, da habe ich gar keine Angst. Aber um den Toni habe ich Angst, wenn er einen Rausch hat und mit dem Motorrad unterwegs ist. Ja. Jesus Maria. Ja? Mit dem Rausch und dem Motorrad? Ja. Geh, Franzl, tu mir bitte einen Gefallen. Und immer das Radl und fahr unter den Ort und schau nach ihm, bevor er Unglück schießt. Ja. Ich meine, das wäre das Beste sein. Ja, ja, ja. Gib's auf das Fahrrad, Obacht, gell? Das ist ein Andenken aus der Arche Noah. Ja. Das hält einen sportlichen Fahrer nicht mehr aus. Ich pass schon auf, Franz. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also, ihr habt Vertrauen zum Franz. Es ist hart. Was ist denn da los? Der Notarzt war. Mein Notarzt war. Es wird doch am Buben nichts passiert sein. Na ja, ich halte es nicht mehr aus. Zündschlüssel gefunden. Außerdem war kein Benzin im Tank. Weil sonst hätte ja das Fahrzeug explodieren müssen, nicht?
Ja, ja, das hat der Franzl, ich meine, der Herr Berger auch gemeint. Was hat er gemeint? Ja, dass das Fahrzeug explodieren wird. Ich meine, explodiert wäre. Wann hat er das gesagt? Wann? Ja, wir haben uns halt so unterhalten wegen dem Unglück. Also nach dem Brand? Ja, natürlich, nach dem Brand. Der Fall ist für mich noch nicht abgeschlossen. Was? Warum? Ich muss zuerst noch mit dem Herrn Berger sprechen. Im Übrigen glaube ich, dass es sich hier um eine mutwillige oder fahrlässige Brandstiftung handelt. Moment einmal, wieso fahrlässig? Weil unter Umständen der ganze Hof abbrennen hätte können. Ja, aber ich hab doch gar nichts angezündet, das war doch... Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Kriminalpolizei hinzuziehe. Was, Moment einmal, wieso denn die Kriminalpolizei? Was hat denn die damit zu tun? Wer hier, was, wann getan hat, das wird die Kripo bald herausfinden. Ja, und dann? Na, dann kommt's zu einer Gerichtsverhandlung. Mit ein paar Jahren Gefängnis müssen schon rechnen. Was, Gefängnis? Um Gottes Willen. Ich, der Held im Knast. Sie, meine Eltern, die schmeißen mich aus, die Frone, die schaut mich nicht mehr an. Sie sagen, dass das nicht wahr ist. Es wird aber wahrscheinlich so sein. Mutwillige oder fahrlässige Brandstiftung ist ein Verbrechen und kein Kavaliersdelikt. Ja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Sie Held. Sie Held. Mein Lieber. Ja, was kommt denn da noch alles auf mich zu? Ich darf gar nicht dran denken. Ich hab jetzt ganz Angst. Achso, kriegt man die auch mal wieder zu Gesicht? 3 Tage habe ich das schon nicht mehr gesehen. Ich hab ja noch was anderes zu tun. Ich bin ja kein berufsmäßiger Angeber. Ja, sag mal, was habt ihr denn jetzt alle gegen mich? Ah, jeder grantelt mich an. Das ist ja schlimmer wie vorher. Früher sind wir da herumgesessen, haben gefrühstückt, haben gegessen, nachmittags Kaffee getrunken. Jetzt werden wir das Essen hingenallt. Ihr tät's ja alle so, als wenn ich eine ansteckende Krankheit hätte. Na, was Ansteckendes hast du nicht. Eher was Abschreckendes. Ich halte das nicht mehr lang aus. Ich hab doch keinen Menschen was da. Ja, das glaubst du. Du weißt gar nicht, wie du dich verändert hast. Der hält hin, der hält vorn. Das hängt doch an jedem zum Hals raus. Bloß dir nicht. Ja, hast halt keiner aus mir gemacht. Ich hab nicht gewusst, dass du mit deiner Angeberei die ganze Umgebung drangsalierst. Es ist bloß gut, dass das alles bald ein Impfend, der Schwindel. Mir kann das ja nichts anhaben. Ich hab ja als Reporter sozusagen einen Freibrief. Ich wär ja gezahlt, dass ich Sensation. Ich wollte helfen, dass der Vater nicht mehr an dir rumnörgelt. Jetzt tut's mir leid. So kann aus einem Spaß, der niemandem was geschaut hat, ein bitterer Ernst werden. Am meisten leid tut mir, dass ich aus dir aufblasener Dorfbrotz die Luft nicht rauslassen kann, weil ich selber mit drin hänge. Dankeschön für die schöne Predigt, Herr Pfarrer. Bist jetzt auch schon unter die Spießergesellschaft geraten? Eins sollst du nur wissen, Toni. Genauso wie ich dir geholfen habe, dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater besser wird, genauso kann ich dir wieder klar machen, dass du unterm Teppich spazieren gehen kannst. Du, Franz, soll das heißen, dass du mir Freundschaft aufsagst? Auf einen Freund, der sich so aufführt wie du, kann ich verzichten. Ja. Genauso, wie man es denkt. Jetzt kriegt er Angst vor seiner eigenen Lumperei. Der Hosendreh dreht er. Aber nie klar kriegen wollen. Ja, da lag er frisch beim Flieren gefangen. Schade, der Hundspur. Über so viel hat er mich schon drüber fallen lassen. Kaputte Köpfe habe ich, kaputte Zellen. Aber diesmal ist er dran. Jawohl. Aha, den Eimer mit dem Saudrang, den habe ich so hingestellt, dass er drüber fallen muss. Haha, hat schon geklappt. Was für ein Volldepp hat denn die Saudrang? Um Gottes Willen, es ist meine Alte drüber gefallen. Hallo, Baby. Hallo, Weibi! Ja? Hast du den Saudrang Kiwi so saudum hingestellt, ha? Ja, der war eigentlich für den Toni bestimmt. Aha, na was, das also wirklich du? Ja. Na, wundert's mich natürlich nicht mehr, wenn der Bub auch so saudum ist. Was? Ich bin auf und auf voller Saudrang. Komm rein, dann putz ich dich ab. Ja, freilich, dass ich die ganze Bude verstinkt. Ich geh ins Bad!
Weibi, schwimm aber nicht so weit hinaus, gell? Also, euer selberbrennter Obstler schmeckt wirklich ausgezeichnet. Aber jetzt muss ich aufhören, weil sonst komme ich nicht mehr ganz heim. Frau Bürgermeister, dann fahre ich Sie halt heim. Na, du hast mir auch schon genug. Also, pass auf, Toni, warum ich eigentlich gekommen bin. Der Gesangsverein hat beschlossen, dich als Ehrenmitglied aufzunehmen. Da schon her. Aber Sie, ich kann gar nicht singen. Das macht doch nichts. Die anderen doch auch nicht. Ach so. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn jemand einmal falsch singt. Sie, Frau Bürgermeister, sind in dem Gesangverein auch saubere Mädel dabei? Ja, natürlich. Ja. Ist das heim? Das heim muss ich auch noch ablaufen. Ja, tu noch ein bisschen was. Und ich sag, dass der Bub verliebt ist. Da friss ich auch 10 Besen. Aber in wen? So, Bäuerin. So, Fronerle. Der Küche war es soweit. Ja, ich bin noch alles fertig. Du, Froni. Ja, bitte. Was ich dich eigentlich einmal fragen wollte. Ja? Weißt du vielleicht rein zufällig, ob der Toni ein Mädel hat? Der Toni? Fräule, einen Bauern meine ich nicht. Den Toni meinst du? Den Toni meine ich, ja. Ja, also das kann ich mir nicht recht gut vorstellen. Nicht? Ja, aber möglich war es schon. Mhm. Schließlich ist er doch ein Mannsbild. Hoffentlich. Ob er ein Madel hat? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Das muss ich rauskriegen, sonst kann ich ja keine ruhige Minuten mehr schlafen. Also manchmal kommt es mir auch so vor, wie wenn er verliebt war. Naja, in dem Zustand sind ja alle Mannsbilder ein bisschen deppert. Aber in wen? Ach, es ist doch ein Kreuz mit den Mannsbildern. Die einen können nicht genug rennen und die anderen, die musst schier betteln. Ist doch ein Kreuz. Du, Froni, wo ist denn die Mama? Der Mama in der Küche draußen. In der Küche draußen. Okay, brauchst doch das, wenn ich klein auslaufen. Die kann ohne dich auch kochen. Ach so, ja. Sitzt halt ein bisschen her zu mir. Ja, oder hast du vielleicht Angst? Na, Froni, wie kommst du denn auf sowas? Toni, ich hätte dich ganz gerne mal was gefragt. Ja? Sag einmal, hast du eigentlich ein Mädel? Was, ich ein Mädel? Ja. Wie darf ich denn da dazukommen? Ja, da kommt man oft schneller dazu, als man glaubt. Ja? Mhm. Ich nicht. Nein. Du nicht. Da muss man sich schon anders anstellen. Naja, aber du hast doch sicher schon mal einem jungen Mädel ein Bussel gegeben. Hm? Ich? Ein Mädel ein Bussel? Ja? Nein. Ja, das heißt, einmal schon, aber das ist ganz saudum hergegangen. Erzähl, da bin ich neugierig. Ja, da gibt's nicht viel zu mir erzählen. Ich war damals 18 Jahre alt und da hab mich der Hauserlenz und der Forstergürgel mit auf Haushang genommen auf ein Volksfest. Ja? Naja. Bei denen zwei war ich sowieso kein Mädel sicher. Ja, und du? Ich hab nicht getanzt. Das war mir zu fad und Kind hab ich auch keine, gell? Dann haben sie mich wieder aufgezogen. Ich bin ein Schisser und ein Feigling, haben sie gesagt. Mhm. Weil ich mich nicht trau. Und das hab ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Und hab dann auch eine aufgefordert zum Tanzen. Und dass das die Storberger Rosel war, das hab ich erst später erfahren. Ja, und wie der Tanz aus war, und dann hab ich ein festes Busseln aufgedruckt. Ja, und dann? Dann hat es mir saftige Weitschen gegeben. Aber in wen? So, Bäuerin. So, Fronerle. In der Küche war es soweit. Ja, ich bin noch alles fertig. Du, Froni. Ja, bitte. Was ich dich eigentlich einmal fragen wollte. Ja? Weißt du vielleicht rein zufällig, ob der Toni ein Mädel hat? Der Toni? Fräule, einen Bauern meine ich nicht. Den Toni meinst du? Den Toni meine ich, ja. Ja, also das kann ich mir nicht recht gut vorstellen. Nicht? Ja, aber möglich war es schon. Mhm. Schließlich ist er doch ein Mannsbild. Hoffentlich. Ob er ein Mädel hat? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Das muss ich rauskriegen, sonst kann ich ja keine ruhige Minuten mehr schlafen. Also manchmal kommt es mir auch so vor, wie wenn er verliebt war. Naja, in dem Zustand sind ja alle Mannsbilder ein bisschen deppert. Aber in wen? Ach, es ist doch ein Kreuz mit den Mannsbildern. Die einen können nicht genug rennen und die anderen, die musst schier betteln. Ist doch ein Kreuz. Du, Froni, wo ist denn die Mama?
Der Mama in der Küche draußen. In der Küche draußen. Okay, brauchst doch das, wenn ich klein auslaufen. Die kann ohne dich auch kochen. Ach so, ja. Sitzt halt ein bisschen her zu mir. Ja. Oder hast du vielleicht Angst? Nein, Froni, wie kommst du denn auf sowas? Toni, ich hätte dich ganz gerne mal was gefragt. Ja? Sag einmal, hast du eigentlich ein Mädel? Was, ich, ein Mädel? Ja. Wie darf ich denn da dazukommen? Ja, da kommt man oft schneller dazu, als man glaubt. Ja? Mhm. Ich nicht. Nein, du nicht. Da muss man sich schon anders anstellen. Ja, aber du hast doch sicher schon mal einem jungen Mädel ein Puzzle gegeben. Hm? Ich? Ein Mädel ein Puzzle? Ja? Nein. Ja, das heißt, einmal schon. Aber das ist ganz saudum hergegangen. Erzähl, da bin ich neugierig. Ja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich war damals 18 Jahre alt und da hab mich der Hauserlenz und der Forstergürgel mit auf Haushang genommen auf ein Volksfest. Ja? Naja, vor denen zwei war ich sowieso kein Mädel sicher. Ja, und du? Ich hab nicht getanzt. Das war mir zu fad und Kind hab ich auch keine, gell? Dann haben sie mich wieder aufgezogen. Ich bin ein Schisser und ein Feigling, haben sie gesagt, weil ich mich nicht trau. Und das hab ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Und hab dann auch eine aufgefordert zum Tanzen. Und dass das die Storberger Rosel war, das hab ich erst später erfahren. Ja, und wie der Tanz aus war, und dann hab ich ein festes Puzzeln aufgedruckt. Ja, und dann? Dann hat's mir saftige Weitschen gegeben. Ja, weißt du nicht, man darf nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ja, und seit der Zeit bin ich, wie man so sagt, ein geschlagenes Kind. Ja, also so schlimm wird's doch nicht gewesen sein. Naja, ich kenn schon Gedanken woanders gehabt. Der hat seine Gedanken bei der Arbeit zu haben und nirgends anders und ins Spazieren gelassen, Urlaub schicken, oder? Naja, jetzt gar so schlimm war es ja auch wieder nicht, oder? Darf ich abräumen bei? Ja, darfst du abräumen. Bist du schon fertig? Ich bin auch fertig, ja. So, Froni? Ja? Das heißt, es wird oder Mama gelungen mit Zeitung rüber. Hast du das schon? So, danke. So, ich tu dann gleich abspülen, ja, gell? Ja, abspülen, ja, hast recht. Abspülen. Ah, hab ich den mal brüllen wieder. Ja, ja, ist ja nichts. Ich traue nicht, wenn ich traue, denkst du. Ich darf gar nicht traue, denkst du. Na, die Sei gibt das Heu und die Kühe gibt das Saufutter. So was hab ich noch überhaupt noch nicht erlebt. Jetzt hör noch gerade mal wieder auf, das ist halt jetzt einmal passiert. Nicht? Ja, und was passiert nach morgen? Ja, was soll denn schon passieren? Na, das will ich wissen, dann kann ich mich drauf einstellen. Weißt du, was ich vorgestern gemacht habe? Was denn? Vorgestern komme ich gerade dazu, wie in eine Gierskanne das Wasser vollfüllt und wieder an unseren Traktor in den Tank aufnehme. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, gerade, dass ich noch dazugekommen bin, oder? Herrschaft, na, sowas. Ja, das ist ja wahr, na. Weißt du, wenn er verliebt war, na, dann hat er mir das eingehen. Wenn er ein Mannsbild, dass er dann ein Brett vom Hirn hat, das kann ich begreifen. Aber so. Ich glaube, der ist sogar zu der Liebe ist jetzt stammisch. Du, vielleicht ist er wirklich verliebt? Okay, hör auf. Der fängt ja schon schwitzen an, wenn ein Mädel in seine Nähe kommt. Meinst du, dass er nicht ganz normal ist? Schaut fast so aus. Meinst du, dass er andersrum ist, hä? Dass, wenn ich bestimmt wüsste, dann könnten wir uns heuer im Winter die Heizung sparen. Das ist ja wahr. Was du für ein Schmarrn, Herr Herrich, so hab ich doch das gar nicht gemacht. Wenn ich dran denke, wie ich so jung war wie der Toni. Herrgott, war ich ein Treiber von da. Ja, ist ja, ja, ja. So ein Weiberheld, wie du einer warst, das ist er Gott sei Dank nicht und das wird er auch nicht. Aber ein bisschen Erfahrung, die nicht schaden. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, du. Was hast du je? Und es wird Zeit, dass wir irgendwann einmal den Hof übergeben müssen. Ne? Dann müsst ihr sich eine Bäuerin suchen. Ne? Ja, der findet schon eine. Der findet schon eine. Wo denn? Er geht doch nirgends hin. Er geht auf keinen Tanzboden. Er geht auf keinen Kirchweihtanz. Er ist in keinem Verein. Ja. Im Stall draußen findet er keine. Und in der Lotterie wird er auch keine gewinnen. Für mich ist er wirklich verliebt. Ja. Vielleicht wissen wir es bloß nicht. Ja, was? Das Mädel, das möchte ich wissen, wo sein Singmantel mag. Gibt's denn das heute noch? Das ist schon lange nicht mehr modern. Mhm. Du, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen und nicht immer den alten Zopf nachhängen. Du tust mir leid, Toni.
Wie du dich in unserer Familie aufführst, das ist die größte Schande für mich als Mutter. Okay, Mama, jetzt darfst du aber aufhören. Schande? Was ist denn da eine Schande? Du sag einmal, du hast dich doch selber gefreut, wie ich die Medaille gekriegt habe. War stolz auf mich, wie ich in der Zeitung gestanden bin. Und der Papa war es auch, wenn er es nicht zugeben will. Ja. Ich kann einfach nicht verstehen, wie ein junger Mensch durch so einen Zeitungsartikel so hirnrissig verblöden kann. Ja, sag einmal, glaubst jetzt du im Ernst, dass in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten noch ein Mensch von diesem Unfall redet? Ach so. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Tälern gackern auch, wenn sie eingelegt haben. Aber die hören wieder auf. Genau wie die Leute. Die reden auch bald nicht mehr von deiner Heldentat. Und, was nachher? Was ist denn da los? Was hat denn die Mama? Ich weiß nicht, was sie hat. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab bloß gemeint, ich bin doch jetzt... Ja, ein Held, dass ich nicht lach, gell? Papa, lass gut sein. Was denn? Der Bub, der denkt sich gar nichts so Schlechtes. Das ist einfach die Zeit. Hm? Umgespitzt. Katharina, du gehst in die Küche. Ja, Papa. Umgespitzt. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Bauer? Nein, ich bin bloß der Sohn. Ach so? Da sind Sie der Toni Bergmoser, von dem in der Zeitung gestanden ist. Ja, richtig, der bin ich. Sozusagen der Held von Steinkirchen. Haben Sie mit jemand eine Auseinandersetzung gehabt? Warum? Weil Sie so rote Backe haben. Das, glaube ich, geht Ihnen nicht so, oder? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Inspektor. Von der Feuerpolizei. Von was? Von der Feuerpolizei. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich den Herrn Berger hier antreffe. Ist er nicht da? Ja, nein. Ja, was jetzt? Ist er da oder ist er nicht da? Ja, das ist ja so. Er war da, aber jetzt ist er wieder weg. Also, abgereist? Nein, abgereist ist er nicht. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Na ja, Sie können mir sicher auch einige Auskünfte geben. Darf ich? Ja, bitte. Sie waren ja bei dem Unfall, beziehungsweise bei dem Unglück dabei. Ja, ja. Sie haben ja erste Hilfe geleistet. Ja, natürlich, drum bin ich ja jetzt da. Der Held von Steinkirchen, ja, ja, ich weiß. Aber jetzt lassen wir mal den Helden beiseite. Ja. Übrigens, darf ich einen Schnapsal anbieten? Also zu einem guten Schnaps sag ich nie nein, gell? Ja. Dankeschön, ja. Herr Berger? Trinken Sie auch einen? Na ja, ein Stempel. Nein, Mama, gib mir bitte keinen Schnaps. Da kommt er auf so komische Ideen. Okay. Ein Schnapserl schadet schon nicht. Kann ich auch einen haben? Du bist krank. Ich bin krank. Du musst dich schonen, womöglich schadet dir der. Ja. Ich wollte sowieso keinen. Aber was fehlt denn dem Papa Bergmoser eigentlich? Eigentlich schaut er doch ganz gesund aus. Ja, ja. Naja, ich weiß. Was? Alt werden wir halt, gell? Ja, ja. Ich möchte nicht hören haben. Ne? Abgesehen davon, der Held, wegen dem Held, da bin ich. Da. Vor lauter Freude an die Decken gesprungen und da hat er sich sein Kopf ein bisschen angestoßen. Ja, an der Decken drum. Naja, gut. Dann habe ich auch noch einen Freudentanz aufgeführt und habe mir meinen Fuß verstaubt. Ach, ja. Ach, ja. Vor lauter Freude über sein Turm. Ja. Kann man natürlich auch verstehen. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich wäre natürlich auch stolz auf so einen Turm. Ja. Also vielen Dank. Gut. Dann trinken wir doch auf Ihren Stolz. Ja, ich trinke im Geiste mit. Ne? Ja. Gut ist er. Ja. Vielen Dank. Ja. Also, dann gehe ich jetzt wieder, weil ich muss doch zu meinem Mann runterschauen aufs Volksfest. Ja, ja. Sie wissen es doch selber. Also dann, lieber Held, mach weiter so. Mhm. Und wer weiß, vielleicht wird der Papa Bergmoser auch noch mal. Ein Held. Also, wir kommen mal hin. Ja, Bürgermeister. Die Bürgermeisterin. Ich und der Held gehören ab. Da muss ich ja gleich lachen. Was ich da sag? Was sagst du mir denn?
Wenn du nicht so da sitzen würdest wie der Heiferl Elend, dann müssen wir direkt lachen. Na, lach halt. Ja, ich lach schon. Sei halt auch ein bisschen stolz auf den Buben. Ja, deswegen muss er nicht immer Juhu schreien. Okay. Sag mal, wie kommt denn der Bub dazu, dass der die Froni vor die ganzen Leute abbusselt? Hä? Da hat da stimmt doch wieder was nicht. Das hast doch du schon lange wieder gewusst. Nur ich war wieder ahnungslos, ne? Nein, nein. Was? Geahnt habe ich es. Aber wissen, du es erst jetzt. Ja. Mein Papa, schau, die zwei passen doch so gut zusammen. Schau, sauber ist, fleißig ist, arbeiten tut's gern. Ja, wo findest du denn heute sowas noch, hä? Ja, sind wir doch froh, dass er nicht irgendeine dahergebracht hat, die was bloß auf den Hof abgesehen hat, ne? Ja, ja. Nicht bloß wissen, was mit dir noch für Überraschung